2022. Sommer. Die Welt der Revolverfrau Dela wird heimgesucht von solchen Vollpfosten und Kulturbanausen. Seit mehr als 20 Jahren hoppelt sie durch die Gegend, immer auf der Suche nach den krudesten Geschichten von Stephen King. Sie ist der langen Reise müde, doch etwas hat sich geändert, denn sie ist nicht mehr alleine. Seit einem verhängnisvollen Tag im Jahr 2017 hat sie Gefährten auf ihrem Weg. Manche begleiten sie aus Überzeugung. Also ich kann mit jedem fiktionalen Scheiß, es kann so krank sein, wie es will, damit kann ich umgehen. Ich mag es. Andere deutlich weniger freiwillig. Nein, lasst mich los. Ich will nicht über komische Bücher reden. Man hat mich mit Versprechungen über Grillfleisch hierher gelockt. Nein, Hilfe! Und wieder andere aus, nun sagen wir, profaneren Motivationen. Darf ich einen neuen Eimer voll Fischköpfe haben? Und so reist unser kleines literarisches Quartett seit 5 Jahren unbedarft durch dieses große Multiversum, fuchtelnd und in Mikrofone schimpfend, als plötzlich eine dubiose Gestalt mit einer Packung Karten im Teamspeak auftaucht. Nun ziert 6 Karten. Sie werden euch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft weisen. Ich will. Nee, du ziehst wieder blöde Karten. Lass mich. Oi. Schweigt, ihr langsamen Mutanten. Ich ziehe die Karten. Als könnte einer von euch bis 6 zählen. Oi. Jetzt macht, ich hab nicht ewig Zeit. Ah, die erste Karte. Schwarz. Der Beginn der Geschichte. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste. Und der Revolvermann folgte ihm. Roland, der letzte Revolvermann, hatte seine Jugend und seine durch Verrat und Verfall zerstörte Heimat hinter sich gelassen und ist auf der Suche nach dem dunklen Turm, der der Mittelpunkt aller Welten ist. Der Turm ist in Gefahr. Und seit die Welt sich weitergedreht hat, scheinen die Dinge dort falsch zu laufen. Unterwegs trifft Roland den jungen Jake, der in seinem alten Leben an einem Ort namens New York gestorben ist. Was er aber nicht weiß, ist, dass der Mann in Schwarz den Jungen selbst nach Midwelt geschafft hat, nur um dem Revolvermann eine neue, noch tödlichere Falle zu stellen. Der Weg führt die beiden vorbei an einem uralten Orakel durch die Berge, wo langsame Mutanten auf sie lauern. Am Ende dieses Weges wartet der Mann in Schwarz auf Roland und eine schwerwiegende Entscheidung. Roland entscheidet sich ohne Zögern für den dunklen Turm und lässt zu, dass Jake in den Tod stürzt. Dann geh! Es gibt andere Welten als diese, sind seine letzten Worte. Der Mann in Schwarz enthüllt sich als der Zauberer Walter, der vor Jahren Rolands Vater betrogen hat und für dessen Tod verantwortlich ist. Roland muss 3 Karten aus einem Tarotdeck ziehen. 3 Gefährten, die ihn auf seinem Weg zum Turm begleiten werden. Der Gefangene, die Herrin der Schatten und der Tod. Aber nicht für dich, Revolvermann. Als Roland am nächsten Morgen erwacht, ist der Mann in Schwarz zu Staub zerfallen. Und es scheinen Jahrzehnte vergangen zu sein. Ist der Mann in Schwarz nicht auch Randall Flagg, der die Welten von The Stand und die Augen des Drachen reingesucht hat? Das kann sein, kleine Revolverfrau. Aber erst schauen wir uns einmal die 2. Karte an. 3. Roland verliert am Strand des westlichen Meeres 2 Finger und findet 3 Gefährten. Wie vom Mann in Schwarz vorausgesagt, findet er am Strand eine Tür, hinter der er den Gefangenen findet, Eddie Dean, ein junger Drogenkurier und Gefangener des Heroins. Im Hauptquartier des Drogenbosses, Enrico Balazar, kommt es zu einer blutigen Auseinandersetzung, bei der Eddie seine Tauglichkeit als Revolvermann beweist. Auch wenn er das gar nicht möchte. Hinter der 2. Tür ist die Herrin der Schatten, Odetta Holmes.
in deren Kopf sich eine zweite böse Persönlichkeit, Detta, eingenistet hat. Odetta hat beide Beine verloren, als sie von Jack Maud vor einer U-Bahn geschubst wurde. Die junge Frau stammt, wie Eddie, aus New York. Doch aus einer anderen Zeit. Sie wird aus den 60er Jahren an den Strand geholt, wohingegen Eddie aus den 80er Jahren stammte. Zwischen ihr und Eddie entwickelt sich eine Hassliebe. Wenn Odetta die Oberhand hat, dann lieben sich die beiden. Wenn Detta an ihre Stelle tritt, müssen Roland und Eddie um ihr Leben fürchten. Die dritte Tür, der Tod, führt Roland wieder nach New York. Diesmal landet er in den 70er Jahren im Kopf des Psychopathen Jack Maud. Doch nicht Maud ist es, der als dritter Gefährte ausgewählt wurde. Es ist der junge Jake, den Roland vor dem mordlüsternen Irren retten muss. In der Zwischenzeit kommt es zu einem Kampf zwischen Detta und Odetta, bei dem die beiden Frauen zu einer neuen Person verschmelzen. Susanna. So langsam blicke ich nicht mehr durch. Dann pass doch auf. Oi. Nein, die dritte Karte heißt nicht Oi, sie heißt Tod. Punkt. Oi. Roland lehrt seinen neuen Gefährten Eddie und Susanna die Grundregeln des Revolvermanntums. Sie stoßen auf eins der 12 Portale, die 6 Balken miteinander verbinden. Im Zentrum dieser Balken, von ihnen gestützt, befindet sich der dunkle Turm. Auf seiner Reise dem Balken entlang wird Roland von einem Paradox gequält. Er hat verhindert, dass Jack Maud den jungen Jake getötet hat. Doch da er selbst Jake erst getroffen hat, nachdem dieser in seiner Welt starb, kann er ihn gar nicht kennengelernt haben. Dennoch erinnert er sich an ihn. Auch der Junge, der durch New York irrt, erinnert sich an den Revolvermann. Jake entdeckt auf einem unbebauten Grundstück in New York eine rote Rose, ein mächtiges Symbol des Guten. Er erkennt, dass die Rose in Gefahr ist und er sie schützen muss. Jake betritt ein altes Spukhaus, während in Midwelt Roland, Eddie und Susanna gleichzeitig einen Dämonenkreis betreten. Nach einer Auseinandersetzung mit einem Dämon, der allen Mitgliedern des Quartett schwer zu schaffen macht, gelingt es Roland, Jake in seine Welt zu ziehen. Wieder vereint macht sich die Gruppe nun auf den weiteren Weg zum dunklen Turm. Ihnen schließt sich noch ein zahmer Billy Bumbler namens Oi an. Oi! Ja. Das Quartett erreicht die zerstörte Stadt Loot, wo sie in die Kämpfe zweier rivalisierender Gruppen hineingezogen werden. Nach gefährlichen Abenteuern gelingt es ihnen, an Bord der Einschienenbahn Blaine zu gelangen. Blaine verlangt von ihnen, ihm Rätsel zu stellen, die er nicht lösen kann. Sonst wird er entgleisen und sie alle töten. Dum, dum, dum. Freundchen, wenn du nicht still bist, dann schicke ich dich zurück zu den Bachmann-Büchern. Ich will ja wieder brav sein. Und wie geht es weiter? Ich hab's nämlich vergessen. Die vierte Karte trägt den Namen Glas. Es gelingt Eddie durch unlogische Rätsel Blaine zu überlisten. Die Schaltkreise der Einschienenbahn brennen durch und sie kommt noch rechtzeitig zum Stillstand. Das Quartett ist nun in einer anderen Welt angekommen. Einer Welt, in der die Supergrippe Captain Trips gewütet hat. Sie durch die kenne ich. Flo! Sorry. Sie durchqueren diese Welt auf dem Balken eines Highways und Roland erzählt seinen Begleitern die Geschichte seiner Jugend und wie er seine Suche nach dem dunklen Turm begonnen hat. Auch die Liebe kommt in dieser Erzählung nicht zu kurz. Später treffen sie in einem riesigen grünen Glaspalast wieder auf Randall Flagg und seine Gehilfen und werden in einen kurzen Kampf verwickelt. An dieser Stelle setzt die fünfte Karte ein. Wolfsmond.
Ah, ja, daran erinnere ich mich. Ja, genau, das war das mit dem Wolf und dem Mond. Aua! Das Kartett ist weiter auf dem Pfad des Balkens unterwegs und entdeckt mehr und mehr die Bedeutung der Zahl 19. Sie erreichen schließlich einen kleinen Ort mit Namen Kellerbrunn Sturges. Einmal in jeder Generation wird eine Jägerin geboren. Entschuldigung. Einmal in jeder Generation suchen die Wölfe das Dorf heim und entführen ein Kind von allen Zwillingspaaren im Kindesalter. Fast jedes Kind kommt in diesem Ort mit einem Zwilling zur Welt. Später kehren die Kinder als Minder zurück. Das Kartett unterstützt die Dorfbewohner und ihren neuen Verbündeten, einen Mann namens Donald Callahan, gegen die Wölfe. Diese stellen sich als Roboter heraus, die die Kinder entführen und mit ihrer Lebensenergie die Brecher füttern. Brecher sind besonders begabte Menschen, die die Balken, die den Turm stürzen, zum Einsturz bringen sollen. Wissen wir, wir haben Atlantis gelesen. Ja, okay. Wo war ich? Ah. Eddie und Jake werden in einem Traum Zeuge, wie der Drogenboss Balazar im Jahr 1977 den Buchhändler Calvin Tower erpressen will, ihm das unbebaute Grundstück mit der roten Rose zu verkaufen. Mithilfe einer magischen Kugel, der schwarzen 13, reist das Kartett nach New York und überredet Tower, das Grundstück nicht zu verkaufen und New York zu verlassen, um sein Leben zu retten. Vorher bringt der Buchhändler jedoch noch eine Kiste mit wertvollen Büchern durch die Tür nach Midwelt. Roland und seine Freunde erfahren auch die Geschichte von Donald Callahan, Pater Callahan. Er stammt aus einem kleinen Ort namens Jerusalem's Lot, das in der Welt liegt, aus der Eddie, Jake und Susanna stammen. Er erzählt, wie er mit dem Vampir Barlow zusammengetroffen ist und wie sein Leben danach aus der Bahn geriet, bis er letztendlich in Midwelt angelangt ist. Währenddessen entsteht in Susannas Geist eine weitere Persönlichkeit. Mia, deren Name in der Hochsprache Mutter bedeutet. Mia ist schwanger von dem Dämon, den das Kartett bezwungen hat, um Jakes Leben zu retten. Nach dem Kampf gegen die Wölfe stiehlt Mia die schwarze 13 und verschwindet durch die Tür in unsere Welt. Das Kartett steht nun vor einer verschlossenen Tür, als Roland unter den Büchern, die Tower dort gelagert hat, ein Buch entdeckt, das die Geschichte von Callahan wiedergibt. Brennen muss Salem von Stephen King. Dum, dum, dum. Ach, du darfst das. Sei still, wir haben es gleich geschafft. Zum Glück. Oi, ück. Ja. Die letzte Karte trägt den Namen Susanna. Auf der Suche nach der verschwundenen Susanna, / Mia, gelingt es dem Kartett, die Tür wieder zu öffnen. Doch auf ihrem Weg werden sie getrennt. Susanna irrt durch das New York des Jahres 1999 und erfährt, dass der Dämon Rolands Samen geraubt hat. Mias Kind ist also in Wirklichkeit das Kind Rolands. Es soll einmal Roland töten und der größte Brecher in Diensten des scharlachroten Königs werden. Mia verliert immer mehr Macht über Susanna, doch ihr gemeinsamer Weg führt sie ins Dixie Pig, einem Lokal voller niederer Männer und Vampire. Hier werden ihre Wehen stärker und die Geburt setzt ein. Jake und Pater Callahan sind zur gleichen Zeit in New York und finden die schwarze 13, die Mia gestohlen hat. Sie schließen die magische Kugel in einem Schließfach des World Trade Centers weg. Dann können sie Susanna, /Mia, im Dixie-Pick ausspüren und machen sich bereit, das Lokal zu stürmen. Eddie und Roland geraten ins Jahr 1977, wo es zu einer Auseinandersetzung mit Balazars Männern kommt. Es gelingt ihnen, Calvin Tower davon zu überzeugen, das unbebaute Grundstück mit der Rose an die Ted Corporation zu verkaufen. Sie erfahren, dass es den Schriftsteller Stephen King tatsächlich gibt,
und suchen ihn auf. Dieser erkennt die beiden aus seinen Geschichten wieder. Er erklärt, dass er sich die Geschichten nicht ausgedacht hat, sondern dass sie einfach durch ihn hindurchgeflossen sind. Roland hypnotisiert ihn und weist ihn an, die Geschichte zu Ende zu schreiben. Aus Stephen Kings Tagebüchern erfahren wir den Fortschritt der Geschichten bis zu seinem Tod. Hier endet die Geschichte um den dunklen Turm. Bis heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge König, Bube, Dame, Gast. Heute ein Meilenstein in der Podcast-Geschichte, zumindest für diesen Podcast, denn wir wollen anfangen, heute den dunklen Turm zu Ende zu bringen, nämlich mit dem Roman Der dunkle Turm, beziehungsweise Der Turm. Und dazu haben wir uns nicht nur immer den wundervollen Flo geangelt. Hallo Flo. Guten Abend. Außerdem den großartigen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Sondern auch unsere Lieblingsgeisel, die uns schon durch den größten Teil des Turms begleitet hat, den Hendrian. Hallo Hendrian. Oi. Und wir haben natürlich einen weiteren Gast, der schon mal bei uns zu Gast war, der aber für diesen Meilenstein extra den weiten Weg angereist ist, den Tobi. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Abend. Wer die Stimme noch nicht erkennt, das ist der Herr Tobias Micke und den kennt ihr aus den folgenden Formaten. Bitte Tobi. Ja, das ist eine etwas längere Liste und zwar To Read or Not to Read ist mein Lesepodcast. Da werde ich bespreche Bücher. Dann habe ich den Blathering zusammen mit dem Ole, das ist der ultimative Laber-Podcast unserer Meinung nach. Da hat sich irgendwas über die Jahre doch ziemlich eskalierend entwickelt. Dann habe ich noch den Justian-Podcast, wo das ist so ein bisschen mein Personal-Podcast, wo es dann immer auch ein bisschen darum geht, dass ich ein verwaister Vater bin. Ja, Good Morning liegt ein bisschen auf Eis im Moment. Aber was ich in letzter Zeit sehr intensiv mache, ist Stream auf Twitch. Also irgendwie habe ich das so zu meiner Abendbeschäftigung gemacht. Meistens kann man mir dazu gucken, wie ich Klemmbausteine aller Couleur zusammenbaue, auseinandernehme, sortiere und ähnliches. Wunderbar. Sehr schön. Du warst bei uns zu Gast zu Sturm des Jahrhunderts, soweit ich mich erinnere. Aber vorher glaube ich nicht, oder? Nein, Sturm des Jahrhunderts war bisher das einzige Mal. Ja, na dann freuen wir uns sehr, dass du diesmal wieder dabei bist. Und dann frage ich dich gleich, hast du zum dunklen Turmzyklus schon mal irgendwie Berührungspunkte gehabt, oder? Ja, ich hatte ja so meine Stephen King-Zeit. Ich habe die Bücher damals halt größtenteils gelesen, als sie rausgekommen sind. Und habe dann zu der Zeit eben auch irgendwann mal, kam dann mal aus der dunklen Turmreihe ein Buch raus. Dann habe ich die alten, die sind ja nun deutlich, also so früh erschienen, dass ich sie nicht damals schon lesen konnte. Und dann habe ich eigentlich immer kontinuierlich alle Bücher gelesen. Also ich weiß nicht, wann der Einstieg genau war, aber ich habe mal nachgeguckt. Ich habe Der dunkle Turm, beziehungsweise Der Turm, also dieses Buch, habe ich, das ist ja erschienen im Dezember 2004 und ich habe es Ende Dezember 2004 bestellt. Also ich habe es wirklich damals gelesen, als es rausgekommen ist. Okay. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns doch auf die Reise beziehungsweise aufs Ende der Reise zu. Und ich würde sagen, Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns. Ja, und diesmal fange ich ganz vorne an. Oder ich springe ein bisschen zeitlich. Ich fange diesmal im Jahr 1983 an. Mit der Veröffentlichung von Friedhof der Kuscheltiere. Das war das erste Buch, das King bei seinem neuen Verleger rausgebracht hat. Und wie so üblich stand da dann im Schutzumschlag eine Liste der bisher erscheinenden Bücher. Und da sind viele Leute hellhörig geworden. Da stand nämlich zwischen Cujo 1981 und Christine 1982 Der dunkle Turm 1982. Und davon hatten die Leute noch nichts gehört. Das Buch hatte nämlich eine ganz besondere Geschichte. Und die geht zurück bis ins Jahr, eigentlich bis zu den Anfang der 70er. Aber bis ins Jahr 1978, da hatte King gerade The Stand zu Ende geschrieben. Und er ist gefragt worden, ob er nicht für das Magazine of Fantasy and Science Fiction auch mal eine Geschichte beisteuern will. Und da hat er sich entschieden, eine dieser alten Geschichten auszugraben, die er damals geschrieben hatte in den 70ern, nämlich Der Revolvermann.
Die Geschichte beginnt mit dem Satz, den wir alle gut kennen. Also der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Ist ungefähr 40 Seiten lang. Und sie endete mit dem Satz, und so endet, was geschrieben steht im ersten Buch von Roland und seiner Suche nach dem Turm, der an der Wurzel der Zeit steht. Also eigentlich ein Versprechen, dass noch weitere Geschichten folgen. Es hat dann ein bisschen gedauert. In der April-Ausgabe von Magazine of Fantasy and Science Fiction von 1980 ist dann die zweite Geschichte erschienen. Und dann war es wieder eine Zeit lang still. 1981 kamen dann im Februar, Juli und November die weiteren drei Teile raus. Und jetzt 5 Folgen zusammen. Das hat er als ersten Zyklus in dieser Geschichte betitelt. Und hat auch angekündigt, dass diese Serie von 5 Geschichten als Limited Edition Roman 1982 im Verlag von Donald & Grant erscheinen soll. Das war also dieses Buch, von dem noch niemand gehört hatte. Denn Donald & Grant, der hatte einen Kleinverlag oder hat ihn immer noch, der sich auf spezielle, streng limitierte Bücher spezialisiert hat. Ja, das Buch ist erschienen, nur ganz wenige Leute haben davon gehört, nur wenige haben es gelesen und ganz viele Leute wollten es haben. Denn jetzt war ja bekannt, dass es dieses Buch gibt und so haben der Verlag und King tausende von Schriften bekommen, also Briefe, Anfragen, ja, wo kriegt man dieses Buch denn her? Und King musste sie alle vertrösten, das gab es halt nicht mehr. Ja, was macht man da? Ich meine, die Erstauflage war damals mit 10.000 Kopien schon die größte Auflage, die dieser kleine Verlag je hatte. King hatte aber damals in der Regel Erstauflagen, die so im 6-stelligen Bereich waren. Also das war schon ein kleiner Unterschied und ein großer Erfolg für diesen kleinen Verlag. Ja, bevor ich weitermache, erinnert ihr euch, wie ihr das erste Mal Schwarz gelesen habt? Ja, und es war große Liebe. Ich meine, Jonas, ich brauche dich zu fragen, du hast das für den Podcast das erste Mal gelesen. Ja, ich glaube, es war gar nicht mein erstes Turmbuch. Wenn ich mich nicht irre, habe ich entweder 3 oder Klaas vorher gelesen. Nee, bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit Schwarz angefangen habe. Und ich glaube tatsächlich auch, Schwarz war bei mir mit unter den ersten King-Büchern überhaupt. Ich habe angefangen mit The Stand und dann mit In einer kleinen Stadt. Und es könnte, wenn mich meine Erinnerung nicht komplett täuscht, sein, dass Schwarz dann tatsächlich gleich das nächste war. Das ist eine gute Mischung. Christian, erinnerst du dich oder hast du es überhaupt schon gelesen? Ich habe es noch nicht gelesen, nee. Ja, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, wenn ich mit Wind durch bin, dass ich mir dann die fehlenden Bücher endlich bestelle. Okay. Ja, zu Wind kommen wir auch noch irgendwann mal. Und Tobi, du hast ja gesagt, du hast es dann irgendwann auch nachgelesen. Ja, also ich kann mich inhaltlich an so an Schwarz, Drei und Tod kann ich mich inhaltlich noch am besten erinnern. Ich muss sagen, als ich jetzt Der Turm gelesen habe, war doch vieles wie neu für mich. Das fand ich sehr erstaunlich. Immer wieder blitzten da so Sachen dann in Erinnerung auf. Ihr, es kommen ja auch noch Wolfsmund und Susanna bei euch im Podcast. Da habe ich mir mal die Inhaltsangaben durchgelesen und dachte so, also ich bin mir sicher, ich habe sie gelesen, weil ich den ganzen Zyklus gelesen habe. Aber Erinnerung ist relativ futsch. Aber Schwarz habe ich definitiv gelesen und auch noch in Erinnerung. Wann das genau war, kann ich nicht mehr sagen. Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Wie seht ihr das denn? Für mich hat Schwarz immer ganz, ganz deutlich rausgestochen im Vergleich zu allen anderen Büchern aus dem Zyklus. Geht's euch damit auch so? Oder weil für mich waren die anderen Bücher dann alle so im Groben schon ein Flow. Und Schwarz passt aber überhaupt nicht in die Reihe irgendwie. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, ich hatte bei Schwarz auch meine Probleme reinzukommen, weil es ja so durchaus noch den Kurzgeschichtencharakter hatte. Und du hast ja auch schon die
überarbeitete Fassung gelesen. Also ich kenne sowohl die Kurzgeschichten als auch dann die erste Buchfassung. Und da ist es tatsächlich noch schwerer reinzukommen. Die überarbeitete Fassung, da hat er schon einiges geglättet. Aber ja, es sticht auf jeden Fall heraus. Das sehe ich genauso. Da ist die Welt ist noch erheblich kleiner, als sie später wird. Mhm. Naja, aber damals hatten halt viele Leute dieses Buch noch nicht gelesen, weil sie keine Chance hatten. Und so kam es dann, dass 1984 doch eine zweite Auflage dieses limitierten Buches erschienen ist. Man hat ein klein bisschen was am Design geändert und viele Fans haben sich das gefreut, dass sie das lesen können und viele waren verärgert, dass das Buch schon wieder so schnell ausverkauft war. Es war tatsächlich der erste King-Artikel, der auch über den reinen Buchhandel hinaus veröffentlicht wurde und auch in Comicläden, in Glasvitrinen ausgestellt wurde. Also es war wirklich ein Sammlerstück. Und King hat dann wieder mit Grant telefoniert, weil die Leute wollten dieses Buch haben. Und King hat gefragt, was ist, wenn du nochmal 500 oder nochmal 5000 veröffentlichst? Und der hat wohl nur gesäuft und King hat gesagt, naja gut, das wäre als pisse man auf einen Waldbrand, oder? Also das Buch musste raus und so kam es dann auch. King hat dann auch mittlerweile am zweiten Teil dieser Saga gearbeitet und so erschien dann im Jahr 1987 endlich 3 und kurz vorher ist dann auch tatsächlich Schwarz als normales Buch im normalen Buchhandel erschienen. Die Veröffentlichung von 3 hat sich auch immer so ein bisschen hin und her geschoben schon. Es war auch eine sehr produktive Zeit für King. Also 86 hat er es veröffentlicht und 87 kamen unter anderem auch die Augen des Drachen, sie und das Monstrum raus. Also das war so seine Koks-Hochzeit. Da hat er wirklich viel rausgehauen. Und auch dieses Buch wurde als erstes in einer limitierten Edition von Donald & Grant veröffentlicht, aber es stand von Anfang an fest, dass es hier dann auch ein normales Buch, eine normale Edition geben wird. Ja, 3. Das war dann der zweite Schritt. Welche Erinnerung habt ihr an dieses Buch denn noch? Ja, und da wird's schon schwierig. Erinnerung, ja. Aber ist das das Buch mit dem Bär oder ist das das Buch später? Das ist das Buch später, ne? Das Buch später. Nee, vorher. Doch, der Bär kommt erst in. Ich komme auch immer ganz durcheinander. Tod dann. Mhm. Und also, das ist. Ja, also, das ist das. Also, 3 ist vor dem Bären, so. Genau. Mhm. Weil das ist tatsächlich immer mein Problem. Für mich wäre viel logischer, wenn 3. Das Buch mit den Bären wäre, aber das ist, glaube ich, nur in meinem Hirn so. Ja, 3 ist nicht das dritte Buch, sondern ja. Das, wo er die 3 Gefährten zieht. Genau. Das verwirrt mich auch immer, jedes Mal, wenn ich das lese. Aber ja, tatsächlich auch dir ein paar. Ich weiß nur noch, dass es mir so ging, dass ich enttäuscht war, weil mir die Staubigkeit und Trostlosigkeit aus Schwarz gefehlt hat. Ja, es hat mehr so diesen Strand-Wald-Charakter. Mm, genau. Und dann die Städte, ja. Es hat ein ganz anderes Feeling als das erste Buch. Aber das wechselt ja sowieso in den einzelnen Büchern immer hin und her. Dennoch muss ich sagen, dass es mir besser gefallen hat als Schwarz. Schwarz hat zwar so eine ganz eigene Atmosphäre, aber von der Handlung war hier dann doch mehr drin. Bevor wir diese Diskussion wieder lostreten, hört einfach die Folge zu Schwarz. Okay. Ja, es hat also 5 Jahre gedauert zwischen diesen beiden Büchern und so ging das dann leider auch erstmal weiter. 1990 sind wir jetzt schon, erschien wieder eine Geschichte im Magazine of Fantasy und Science Fiction. Und zwar der rasende Finger.
Der war cool. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Ja. Aber es gab auch eine Würdigung des Autors. Es gab so ein paar Infos über King, eine Bibliografie und es gab eine Geschichte mit dem Titel The Bear. Und ja, genau, das ist das erste Kapitel aus Tod, die Geschichte um den Bären. Die ist also tatsächlich hier dann vor dem Buch noch veröffentlicht worden. Und das Buch sollte dann 1991 veröffentlicht werden. Tatsächlich, also die limitierte Edition von Grant kam im August 91 raus. 92 im Januar kam dann die Taschenbuchausgabe raus. Gut, dann sind wir also jetzt bei Tod angelangt. Und ja, hatte natürlich ein ganz fieses Ende. Der Cliffhanger mit Blaine dem Mono. Die wilde Reise in einem verrückten Zug. Genau das. Lustigerweise ist für mich die ganze Sache mit Blaine auch mehr tendenziell mit Glas verknüpft in meinem Hirn. Was ich bei Tod tatsächlich gut fand, war dieser Fieberwahn, in dem Roland sich befindet. Das weiß ich noch, dass das mir gut gefallen hätte. Er hat dann auch mehr diese apokalyptische Stimmung, die dann auch in Tod und in Glas viel vorkommt. Also diese zerfallenen Städte und sowas. Das mochte ich eigentlich auch. Aber nochmal gerade zu Blaine. King hat in einem Katalog für Buchhändler im Jahr 1990 geschrieben, ich beschließe mich an die Arbeit zu machen und den dritten Roman der Serie des Dunklen Turms zu schreiben. Tod. Es wird der einzige Fantasy-Roman im Jahr 1990 sein, hoffe ich, der einen entsprechenden Zug aufweisen kann. Ich glaube, da hatte er recht. Ja, dann vergingen wieder die Jahre. King wurde immer wieder gefragt, wann es denn weitergeht. Irgendwann hat er dann seinen Verleger wieder gewechselt und das erste Buch, das er da geschrieben hat, war Schlaflos. Und das hatte ja doch schon so ein paar Querverweise auf den Turm. 1995 erschien dann das Bild, das hatte ja ein paar Querverweise auf den Turm. Ja, und dann 1996, da gab es noch tatsächlich noch AOL-Chats und da hat King erzählt, dass er im kommenden Sommer Glas schreiben würde. Und er hat geschrieben, ich weiß viel von dem, was geschieht. Größtenteils geht es darum, meinen Mut zusammenzunehmen und zu beginnen. King hat also sich wieder die ersten drei Bücher geschnappt mit Textmarkern und Post-its und hat dann auf einer Reise angefangen, das Buch zu schreiben. Der erste Entwurf war wohl etwas mehr als 1400 Seiten lang. Oh Gott. Ja, ganz so schlimm ist es dann nicht geworden. Aber vorher kamen dann erstmal 1996 noch die beiden Bücher Desperation und Regulator raus. Oh Gott. Ja. Hier hat er sich auch wieder den Unmut einiger Fans zugezogen. Mit Recht. Nicht mit den Büchern, sondern mit einer anderen Aktion. Die Bücher wurden als Doppelpack angeboten und du hast ein batteriebetriebenes Nachtlicht bekommen, weil sie sich die ganze Nacht wach halten. Das hat bei mir nicht so geklappt. Als das Nachtlicht dann ausverkauft war, hat King vorgeschlagen, man könnte so ein kleines Heftchen beilegen dann für die das noch bestellt haben. Die ersten zwei Kapitel von Klaas. Da haben sich natürlich die Leute aufgeregt, warum kriege ich das nicht? Ja, logisch. Und King hat da mal einen etwas wütenderen Post geschrieben. Er endete damit, wenn ihr alt genug zum Lesen seid, seid ihr auch alt genug, euch zu benehmen. Ich kann es verstehen. Es ging dann so aus, dass der Verlag Penguin zwei Monate später dieses Heftchen kostenlos auf seine Website gestellt hat, dass wirklich jeder das lesen konnte. Aber ganz so kurze Zwischenbemerkung. Aber da fragt man sich doch, hat der Mann ein Marketing-Team? Sind die alle blöd? Oder lassen die ihm wirklich jeden Blödsinn durchgehen, den er sich in den Kopf kommen lässt? Naja, die haben Regulator Desperation veröffentlicht. Die lassen ihm alles durch. Ja, aber ich meine, das muss eben doch klar sein, dass das schiefgehen wird.
Aber ich habe gerade den Brief von King vor mir. Da schreibt er, das Heft war meine Idee, nicht die des Herausgebers. Ein kleines Extra für Leute, die beide Bücher kaufen wollten. Also er war es und kein Marketingteam. Ja eben, aber dass die das so widerspruchslos durchwinken, das muss eben doch... Naja, okay, weiter im Text. Ja, wir haben dann den 9. August 1997 und ein Buchladen in Bangor hat extra seine Lastwagen losgeschickt zum Lager des Verlegers, um den Auslieferungsprozess zu beschleunigen. Und das Transportunternehmen hat etwa ein Drittel der Schutzumschläge verloren und beschädigt, sodass das Ganze dann erst im September erscheinen konnte. Also auch scheiße gelaufen. Aber das Buch ist dann auch weiterhin wieder als limitierte Edition und als normale Taschenbuchedition erschienen. Und King hatte gesagt, ja, er jetzt hat so ungefähr sein Ziel vor sich. Wenn er sich jetzt dran begibt, möchte er die folgenden Bücher in einem Rutsch schreiben. Er wollte 1998 schon anfangen mit dieser 5. Episode, weil er fertig werden wollte, solange er noch, Zitat, Atem holen kann und, Zitat, bevor ich meine eigenen Ostereier verstecke. Also damit meint er, bevor er einfach senil wird. Das Ganze ist dann nicht ganz so gelaufen wie geplant. Also er hatte vorher noch die Kurzgeschichte Die kleinen Schwestern von Illuria veröffentlicht. Die haben wir auch besprochen. Das ist eine Geschichte, die Jugendabenteuer von Roland oder ein früheres Abenteuer von Roland erzählt. Und auch eine weitere Geschichte, die 97 rauskam, nämlich Alles endgültig. Die hatte auch sehr enge Turmverbindungen. Wusste man da nur noch nicht so wirklich. Auch andere Geschichten, die er dann geschrieben hat, wie Atlantis und Sarah, hatten diese Querverweise. Und King hat selbst gemerkt, ja, alles, was ich schreibe, hängt mit dem Turm zusammen. Ich muss es endlich mal machen. Und dann kam 1999 und Kings Unfall. Und ja, King zitiert gerne einen Fan, der ihm Folgendes gesagt hat, als er das gelesen hat. Da geht er hin, der Turm. Er kippt, er fällt. Oh Scheiße, jetzt bringt er es nie zu Ende. Ja, King hat aber weitergeschrieben. Er hat Duddits geschrieben. Ja, reden wir nicht drüber. Er hat das Leben und Schreiben geschrieben. Und das Schwarze Haus. Reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Und dann voll gutes Buch. Ja. Ich finde auch das Buch gut. Ja. Ja. Aber dann kommt der August 2001, also kurz bevor das Schwarze Haus erschienen ist. Und da hat King angekündigt, dass er jetzt die 3 verbleibenden Bücher auf einmal schreiben wird. Und dass sie dann veröffentlicht werden sollen. Und dann ging's los. King hat diesmal sich nicht hingesetzt mit einem mit Post-its und mit Textmarker, sondern er hat jemanden dafür engagiert, das zu machen. Nämlich Robin Firth, die dann auch 2 Bücher mit ihren Bärchen rausgegeben hat. Die sind auch auf Deutsch erschienen nach längerer Zeit. Das ist das Tor zu Stephen Kings Dunklem Turm, Band 1 bis 4 und später dann auch Band 5 bis 7. Und ja, es ist ein nettes Nachschlagewerk. Auf jeden Fall, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich finde tatsächlich, sie hat auch einen ganz angenehmen Stil. Ja. Und es ist halt wirklich als Nachschlagewerk für so Kleinigkeiten, wo man die Zusammenhänge vielleicht nicht ganz so mitgekriegt hat, echt ein nettes Ding. Also ich habe das Ding auch zu Hause stehen. Und zumindest wer so ein bisschen vernördet in diese Schiene ist, der sollte sich das holen. Und King hat es diesmal wirklich ernst gemeint auch, dass er das zu Ende bringen wollte. Er hat sich einen neuen Schreibtisch anfertigen lassen, Maßanfertigung, mit einer hervorgehobenen Schrift, alle Dinge dienen dem Balken. Und er hat losgelegt. Er hat dann im Juni 2002 seine Fans auf den neuesten Stand gebracht, hat geschrieben, dass er das größte Projekt ist, das er jemals auf sich genommen hat. Und dass er wirklich alles geben würde. Ja, und hat insgesamt 1900 Seiten Manuskript geschrieben. Dann war es endlich soweit. Und Wolfsmond wurde veröffentlicht. Ich mag Wolfsmond. Ich mag Wolfsmond auch, aber es wird tatsächlich von vielen als eines der schlechteren bewertet, was ich nicht ganz verstehen kann. Kurz nach Wolfsmond
Ein halbes Jahr später ist dann Susanna erschienen. Da haben wir in unserer letzten Folge drüber geredet. Die kommt auch. Also, wenn ihr die Folge hört, habt ihr die dann schon gehört, aber kann ich auch nur empfehlen. Genau. Und dann kam 2004 der Turm. An Kings Geburtstag im September 2004, ungefähr immer 6 Monate später, kamen dann auch die Taschenbuchveröffentlichungen. Und das war natürlich alles in Amerika, also in Deutschland kam es auch direkt für den Massenmarkt raus. Ja, damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Aber bevor wir dann da irgendwann mal dazu kommen, werden wir uns heute dem großen Finale widmen, dem Turm. Und um das richtig machen zu können, müssen wir erstmal wissen, worum es da geht. Und diese undankbare Aufgabe hat jetzt Jonas. So, wir hatten ja bei Susanna aufgehört, als Per Callahan und Oi vor dem Dixie-Pick stehen und gerade rein wollen. Das tun sie auch, sie stürmen das Dixie-Pick. Callahan hält die niederen Männer und die Vampire auf und stirbt schließlich, während Jake und Oi weiter ins Restaurant vordringen. Zeitgleich gebiert Mia Mordred, der sich direkt danach in eine Spinne verwandelt und sie tötet und aufsaugt. In dem Chaos, was da entsteht, kann Susanna Mordred eins seiner Spinnenbeine abschießen und fliehen und trifft dann auf Jake und Oi. Roland und Eddie, die sind ja noch in Neuengland unterwegs, beauftragen John Cullum, Moses Carver aufzusuchen, Susannas Patenonkel, und mit ihm zusammen die Ted Corporation zu gründen, um die Rote Rose in New York zu beschützen. Anschließend kommen sie durch ein Portal erst nach New York und treffen dann in Fedig mit dem restlichen Quartett zusammen. Mordred wächst unheimlich schnell und erkennt, dass der Sinn seiner Existenz darin besteht, Roland zu töten, und dann taucht Randall Flagg auf. Der will Mordred für seine eigenen Zwecke einspannen, das bekommt Mordred jedoch mit und tötet Flagg. Das Quartett reist weiter nach Donnerstag, wo sie dann auf die Brecher Ted Protigan, den wir aus Atlantis kennen, Dinky Earnshaw aus, ich habe vergessen, wie die Kurzgeschichte heißt, Alles in Glück, und Jimmy Ruiz treffen. Danke, es kennt den. Und zusammen können sie das Brechergefängnis in Algolciento erobern und retten so den Balken von Bär und Schildkröte. Allerdings um den Preis von Eddies Leben, aber kurz vor seinem Ende kann er sie noch vor Dandelo warnen und wir haben keine Ahnung, was das sein soll zu dem Zeitpunkt. Während Susanna bei ihrem verstorbenen Mann bleibt, brechen die übrigen Mitglieder des nun zerbrochenen Quartett auf, um zu verhindern, dass Stephen King stirbt und mit ihm der Balken von Garn. Das gelingt ihnen auch mit Hilfe von Irene Tassenbaum. Sie können den Unfall abmildern, den Stephen King erleidet. Der wird statt zu sterben nur schwer verletzt. Allerdings überlebt Jake die Sache nicht. Irene fährt Roland und Oi dann nach New York, von wo sie nach einem Besuch bei der Ted Corporation wieder nach Fedig reisen und mit Susanna zusammentreffen. Gemeinsam reisen sie dann weiter auf dem Pfad des Balkens in Richtung Turm und Mordred reist ihnen hinterher. Im Land Empathica treffen sie dann in der Odds Lane auf den ehemaligen Komiker Joe Collins. Der entpuppt sich jedoch als Monster und der Straßenname als leicht modifiziertes Anagramm auf Dandelo. In Joes Keller finden wir den stummen Patrick Denville, der sich ihnen auf der Weiterreise anstießt. Patrick kennen wir aus Schlaflos, da wurde der als Kind entführt. Nee, nicht? Wir kennen ihn als Kind, entführt ist er da noch nicht. Also, oh, okay, gut. Patrick hat das Talent, Dinge, die er zeichnet, wahr werden zu lassen, beziehungsweise diese Dinge aus der Welt dann anschließend wörtlich auszuradieren. Und so zeichnet er Susanna eine Tür nach New York oder in ein New York, in dem sie
auf eine andere Version von Eddie treffen kann, als sie ihn darum bittet. Und sie bleibt dann auch da. Die übrigen drei machen sich dann auf die Weiterreise und werden von Mordred überfallen. Dabei stirbt Mordred selbst, aber auch Oi. Schließlich erreichen Roland und Patrick den Turm. Dort werden sie dann von einem Balkon aus von dem scharlachroten König mit Schnarzen attackiert. Es gelingt ihnen, ein Bild des Königs anzufertigen und auszuradieren, und es bleiben dann nur noch seine Augen übrig, die irgendwie mit, ich glaube, dem Saft der Rose oder irgendwas, ja, irgendwie mit der Rose, aus der Rose, aus Rosenblütensaft wurden seine Augen gezeichnet, die konnten nicht ausradiert werden, deswegen schweben die da weiter in der Luft. Roland schickt Patrick zurück auf den Weg zu einem Roboter, der ihnen geholfen hat, und der soll ihm den Weg in Susannas New York zeigen. Endlich kann Roland den Turm betreten. Dort durchwandert er Räume, in denen sein eigenes Leben dargestellt ist. Auf der Tür im obersten Stockwerk steht nur sein Name. Und als er sie öffnet, fällt ihm plötzlich alles wieder ein. Er wird zum x-ten Mal zurückgeworfen in die Mohain-Wüste und verfolgt den schwarzen Mann, ohne eine Erinnerung daran, alles bereits mehrfach erlebt zu haben. Und das war's. Ja, ein bisschen wie dieser Podcast. Es ist immer dasselbe, aber immer doch ein bisschen anders. Vielen Dank für die Zusammenfassung, lieber Jonas. Gerne. Ich habe versucht, es so kurz zu machen wie möglich. Du hast dich tatsächlich gut gehalten, besser als ich es gekonnt hätte. Es ist nicht unbedingt eine simple, geradlinige Geschichte. Ja. Freunde, wir sind am Ende angelangt. Oder am Anfang, je nachdem. Ja, habt ihr Gefühle für dieses Buch? Wenn ja, welche? Ich hab's geliebt. Vor allem das Ende. Wie er die Tür aufmacht und vor der Wüste steht. Ich hab so gelacht. Ich fand's sehr schön. Allerdings, ich hab's eben auch schon im Vorgespräch gesagt. Also das war ein ganz schöner Klopper. Ich habe am Ende nachgucken müssen, ob das nur ein Buch war, was ich da konsumiert habe, oder zwei. Ja, also da bin ich auf jeden Fall komplett bei dir. Das hätte eigentlich mindestens mal gehälftet werden können, dieses Buch. Dann wäre es auch, glaube ich, ein bisschen leichter zu ertragen gewesen. Was ich sagen muss, ich habe dieses Buch jetzt zum, keine Ahnung, dritten oder sogar vierten Mal gelesen. Und ich empfinde es tatsächlich bei jedem Mal lesen anders. Und diesmal, also mal war ich echt begeistert, dann war ich extrem genervt, dann war ich extrem wütend, dann fand ich es wieder gut und diesmal war ich wieder einfach nur genervt. Ich verstehe dich sehr gut. Ich war diesmal sehr zwiegespalten mit diesem Buch. Es hat großartige Momente und das Ende reißt ganz vieles für mich auch nochmal raus. Aber was mir, glaube ich, nie vorher so aufgefallen ist, was mich diesmal unglaublich gestört hat, sind die Bösewichte. Denn er hat so großartige Bösewichte aufgebaut und er verheizt sie total langweilig in diesem Buch. Also ganz abgesehen von dem Hin- und Herspringen dieser einzelnen Geschichten und so, also natürlich hätte man da besser zwei Bücher draus gemacht, aber das hat mich diesmal am meisten gestört. Ich würde dir recht geben, wenn das nur die Bösewichte betreffen würde. Aber darauf kommen wir dann in den entsprechenden Szenen, würde ich sagen. Tobias, wie geht's dir denn damit? Ja, also es war ja so, ich habe das Buch, wie ich schon erwähnt habe, 2004, ist schon ein bisschen her, gelesen. Und ich habe mich an das Ende habe ich mich erinnert. Das Ende hat mich damals so bewegt. Ich habe nicht gelacht, als ich damals das erste Mal das Buch und das Ende gelesen habe. Ich glaube, da habe ich geweint, weil das hat mich so, ich habe eben ja auch den ganzen Zyklus gelesen und diese Sinnlosigkeit am Ende, also dieses, dass alles wieder von vorne anfängt, das hat mich doch damals sehr mitgenommen. Mhm. Gut, den Teil wusste ich ja jetzt, was mich diesmal sehr mitgenommen hat, aber das, ich bin da ja, in den 18 Jahren ist ja auch eine Menge passiert. Ich habe das letzte Drittel des Buches habe ich fast jedes Mal, wenn ich abends eine Stunde gelesen habe, kamen mir immer die Tränen, sei es nun, was naheliegend ist, weil Jake gestorben ist, weil Eddie gestorben ist, sogar als Oi gestorben ist, aber auch andere Szenen, die einfach, wo ich
mich da selber gefragt habe. Also vielleicht bin ich im Moment auch, das ist wieder der Jahreszeit geschuldet, da etwas da am Wasser gebaut. Aber das hat mich sehr verwundert, denn eigentlich fällt es mir in den letzten Jahren immer schwer, so auch mal Tränen zuzulassen. Und das hat dieses Buch doch, sag ich mal, mit Leichtigkeit geschafft. Ich habe dann damit gerechnet, dass es dann am Ende auch wieder passiert. Aber wahrscheinlich, weil ich da ja quasi gespoilert war, das Ende hat mich zwar wieder bewegt, ich habe es dann doch akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Versteh mich da bitte nicht falsch, das war kein Lachen der Freude meinerseits. Mehr so ein Lachen des Wahnsinns. Ja, genau das. Und Tobi, bitte tu mir den Gefallen und sag nie wieder, dass 2004 18 Jahre her ist. Ich bin gerade mindestens 20 Jahre älter geworden. Es sind auch fast, ja, 20 Jahre ist es fast her. Gut, wollen wir ein kleines bisschen versuchen, chronologisch durch diese Geschichte zu gehen? Ja, bringen wir erstmal Susanna zu Ende, würde ich sagen. Genau. Ja. Das ist tatsächlich etwas, wo ich auch gedacht habe, warum hat er die Geschichte nicht in Susanna zu Ende erzählt? Dann hätte er echt hier so ein bisschen Chaos noch aus dem Buch rausnehmen können. Weil wir springen genau dahin, wo das vorherige Buch aufgehört hat. Ja, aber ist das nicht genau der Sinn eines Cliffhangers? Ja, es gibt verschiedene Arten von Cliffhangern. Das hier ist so einer, der wirklich, die Handlung wird abgehackt an einem Punkt und geht dann am nächsten Punkt weiter. Was ich oft besser finde, sind emotionale Cliffhanger. Wenn die Geschichte zwar, oder die aktuelle Handlung abgeschlossen ist, aber du unbedingt wissen willst, wie es weitergeht, das finde ich meistens besser. Und deswegen, ich hatte irgendwie hier, obwohl das wirklich direkt der Anschluss war und ich das auch direkt im Anschluss gelesen habe, hatte ich hier ein paar Probleme reinzukommen. Ich glaube tatsächlich, ich hätte es auch besser gefunden, grundsätzlich wäre Mordred auf die Welt gekommen und wir hätten quasi diesen emotionalen Spannungsbogen dann weiter ja gehabt, weil er ja da ist nun mal. Ich glaube aber tatsächlich, er hat die Entscheidung so getroffen, damit er Callahan in diesem Buch umbringen kann. Weil er, das ist ja das Buch, in dem er alle tötet. Und ich glaube, das vorwegzunehmen, war ihm zuwider. Ja, ist gut möglich. Und ich weiß auch nicht, wo man dann den Cut hätte machen können. Nach Mordreds Geburt, aber dann, bevor er Mia auf ist, danach, bevor Susanna mit Jack zusammentrifft oder danach, bevor ihnen dann die Flucht gelingt und die mit den anderen zusammentrifft oder danach oder zwischendrin. Ich glaube, es war halt der einzige Zeitpunkt, der einigermaßen okay war. Alles andere wäre noch seltsamer gewesen. Mm. Ja, ich gebe dir recht, das wäre auf jeden Fall strategisch schwierig gewesen, da einen guten Punkt zu finden. Da bin ich bei dir. Wie findet ihr denn diesen Endkampf im Dixie Pig? Weil ich muss sagen, da hatte ich noch Motivation für dieses Buch. Der hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Vor allem, weil hier Jake mal als der Revolvermann auftritt, unbestritten als der ist. Das hat mir sehr gut gefallen, dass er so die Herrschaft und die Initiative übernimmt und damit auch Callahan, der ja nun in Dienstjahren in Anführungsstrichen viel älter ist, komplett unter seine Fuchtel nimmt und das funktioniert. Also, ich hatte an dem Priester mehr Spaß als an Jake. Auch ein Satz aus dem Kontext gerissen, völlig falsch klingt. Ich weiß nicht, ich wurde eigentlich das ganze Buch über mit Jake nicht wirklich warm. Mir hat das mit dem Priester um einiges besser gefallen. Vielleicht auch, weil der älter ist und weiß nicht. Für mich war das wie so eine Szene aus einem Tarantino-Film. Und da hat dieser Priester einfach super reingepasst. Und Jake für mich einfach gar nicht. Okay, das ist spannend. Darf ich fragen, ob du Brennen muss Salem gelesen hast? Nee, habe ich nicht. Also ich fand das hier so, wie sagt man auf Deutsch, also so ein Redemption-Arc. Genau. Für Callahan. Also sein Fehlverhalten aus diesem ersten Buch kann er hier wieder gut machen, auch wenn er dafür mit seinem Leben bezahlen muss.
Und ja, du hast recht, das hat was Tarantino-eskes. Auch so dieser Kampf gegen die Vampire, so From Dusk Till Dawn. Ganz genau, genau. Ja, das Feeling hatte ich auch so ein bisschen. Soll ich mich mal als alt outen? Mhm. Ja, bitte. Mich hat das erinnert an eine Szene aus dem Film Fright Night. Mhm. Der ist von 1985. Den habe ich damals, ich war hoffentlich ein bisschen älter als... da gibt es nämlich eine Szene, ich weiß nicht, ich kann ja mal kurz, ist auch ein Vampirfilm, es zieht in einer so typischen Vorstadtsiedlung, zieht jemand in ein Nachbarhaus und die jugendlichen Nachbarn kommen irgendwie dahinter, dass er ein Vampir ist, holen sich dann einen Vampirjäger, stellt sich raus, den stellt er nur im Fernsehen dar und der steht im Finale vor dem Vampir und hält nämlich auch ein Kreuz hoch und der Vampir sagt so, es wirkt nur, wenn du dran glaubst. You have to have faith. Und dann sieht man plötzlich, wie sich im Gesicht dieses Vampirjägers was ändert und im Gesicht von dem Vampir was ändert. Und du merkst, aha, in diesem Moment glaubt er dran. Und ich meine, dass Per hält ja diese Schildkröte so hoch. Mhm. Und irgendwann hat er auch so eine, weiß ich nicht, so eine Epiphanie oder so. Und dann beginnt sie zu wirken. Und das hat mich doch unheimlich daran erinnert. Ja, und das ist halt tatsächlich der Satz, den Flo gerade meinte, mit das ist ein Redemption-Arc. Weil wir halt genau diese Szene in Brennenmoos Salem haben und sie geht schief, weil er eben nicht dran glaubt. Ich weiß jetzt nicht, hattest du Brennenmoos Salem gelesen? Sagen wir so, meine Bestellhistorie behauptet es, aber Erinnerung okay. Habe ich kaum eine dran. Hm. Weil das wurde ja zeitlich, wann war Brennenmoos Salem, Flo? Oh, das war sein zweiter, also... Es muss also, muss also eigentlich noch vor dem Film gewesen sein, oder? 75. Mhm. Ja, aber also ja, ich fand Callahans Tod schon ziemlich auch stark beschrieben und so. Was mir tatsächlich aber viel mehr Spaß gemacht hat, war auch dieses Element dieser Gedankenübertragung. Als Roland quasi durch Callahans Mund spricht und Jake dazu zwingt, weiterzumachen. Und besonders gut fand ich, auch wenn mir das im Herzen wehgetan hat, dass er sich erst dann bewegt, wenn es um euch geht. Ich weiß nicht, ob diese Kleinigkeit bei euch irgendwie hängen geblieben ist, aber bei mir hat das echt gut funktioniert. Ja, dem kann ich zustimmen, weil daran kann ich mich erinnern, an den eigentlichen Kampf überhaupt nicht. Der war auch relativ schnell vorbei. Ja, ich habe wirklich keinerlei Detailerinnerung an den Kampf, außer dass... er die Schildkröte irgendwie nutzt. Aber das war's dann auch. Geht mir auch so. Das ist so, als wäre dieser Kampf in Echtzeit irgendwie passiert. Mhm. Weil so viel auf einmal passiert und man merkt sich gar nicht, was alles gerade da läuft. Haben denn diese Vampire für euch so als Bösewichte grundsätzlich funktioniert? Für mich waren das so wie in Zombie-Filmen, so namenlose Horden. Also, genau, und das, ja, das stört mich aber sagen, persönlich. Ja, das fand ich auch nicht gut. Ich meine, wir haben ja hier nicht nur die Vampire, wir haben ja auch die niederen Männer, aber auch die sind unheimlich blass geblieben, fand ich. Mhm. Und wir haben ja auch die Taien hier, nicht das erste Mal. Ich glaube, in Susanna haben wir sie ja auch schon kennengelernt. Ja. Aber wie steht ihr denn zu denen? Weil ich bin mir immer noch unsicher, wie ich die finde. Das sind diese lustigen Tiermenschen, ne? Genau. Die Tiermenschen, hatten die Haut drüber, damit sie wie Menschen aussehen? Oder waren das die anderen? Da habe ich immer den Überblick verloren. Ich dachte, die Tiermenschen waren das. Weil im Buch vorher war es ja irgendwie, dass du so ein Vogelwesen hattest, dem die Menschenmaske abgekratzt wurde. Ja, erstmal musste ich hier an die Insel des Dr. Moreau denken. Mhm. Wird das nicht sogar irgendwo direkt referenziert? Ich dachte. Er hat unheimlich viele so Querverbindungen drin zu solchen Werken. Ich glaube, es ist auch hier dabei. Ich glaube, Callahan sagt sogar irgendwas in der Richtung. Mhm. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es so ganz ernst nehmen kann. Muss ich so sagen. Also wir haben welche mit Vogelköpfen, welche mit Rattenköpfen und da gibt es noch so ein paar speziell mit Wiesel, Warzenschwein und Hermelinköpfen. Ja, man kann sich das schon vorstellen,
Aber irgendwie hatte ich auch so einen leichten Muppet-Vibe, muss ich zugeben. Ich muss gerade irgendwie an die Bösewichte von den Ninja Turtles denken. Mhm, genau. Ja, genau. Ja. Auch, ja. Das war ja auch ein Warzenschwein. Entweder Rocksteady oder Bebop. Genau. Tatsächlich muss ich sagen, ich fand die Idee, diese Tahinen zu haben als Konzept, fand ich spannend, weil das ja auch mythologisch ein spannendes Konzept ist. Aber die Beschreibung an sich hat für mich völlig versagt an der Stelle. Und dumme Frage, aber haben die irgendeine Superkraft oder sehen die nur anders aus? Die haben seltsame Vorlieben. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Superkraft ist. Spezielle Vorlieben sind keine Superkräfte, glaub mir. Aber sie werden wesentlich älter als Menschen. Das muss nicht von Vorteil sein. Vor allem, wenn man die speziellen Vorlieben hat. Naja, sie tragen gerne Goldketten, aber das ist auch... Es sind Rapper. Gut, und dann kommen wir zu dieser lustigen Geburtsszene. Und hier muss ich wieder sagen, ich wollte wirklich über das ganze Buch ein Gefühl für Susanna kriegen und sie nervt mich im ganzen Buch. Wie ging's euch? Ich fand's gut. Ich fand's besser als in Susanna, weil da ist sie mir wirklich eine ganze Zeit auf den Sack gegangen. Und ich finde, es wird im Laufe der Geschichte besser. Aber gerade hier am Anfang bin ich auch noch nicht so wirklich mit ihr warm geworden wieder. Für mich hat es Spaß, also was hat Spaß gemacht? Für mich war es eindrucksvoll, weil Susanna ein bisschen aus dieser passiven Rolle rauskommt, spätestens dann, wenn sie sich die Waffe greift. Und diese innere Zerrissenheit von Mia noch viel, viel deutlicher, für mich zumindest, zum Vorschein kam. Mia hat tatsächlich für mich hier auch fantastisch funktioniert. Also sie ging mir immer noch auf die Nerven. Klar. Aber ihr Wahnsinn und gerade als es das Kind dann da ist und so und sie sich halt so voll freut und Kind und Zeug und es ist putzig und ich meine, gut, ich habe halt das Gefühl nicht für undichte Dinger, aber das fand ich auf einem ganz komischen Level ganz extrem verstörend. Aber damit halt auch extrem gut beschrieben. Ja, als jemand, der bei 3 Geburten dabei war, ja. Und es ist halt auch viel zu unblutig. Ich meine, es ist ein Gott, der will halt auf die Welt. Okay, sehe ich ein, dass das einfach geht. Aber das fand ich alles irgendwie merkwürdig, die ganze Szene. Die Geburt an sich fand ich ganz gut beschrieben. Ich fand es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, dann diese Story, er verwandelt sich und frisst seine Mutter. Gut, das hat was von Mythologie, aber es hat irgendwie, hat es mir nicht so in diese trashige Vampir-Schießerei-Geschichte gepasst, die es ja drumherum gab. Also wurden zwei Sachen für mich vermischt, die so nicht so ganz zusammengepasst haben. Was hätte denn für dich gepasst? Fragen wir mal so. Gute Frage. Besser reingepasst hätte es, wenn Susanna aufgefressen hätte, oder? Es wäre zumindest für den weiteren Verlauf des Buches für mich ein viel, viel versöhnlicheres Effekt gewesen. Aber leider nein. Ja, vielleicht. Aber tatsächlich, habt ihr das verstanden, warum wir überhaupt diese Spinnengestalt notwendigerweise brauchen? Du meinst jetzt, warum es ausgerechnet eine Spinne ist oder warum es was anderes als ein Mensch ist? Naja, also ich hätte das voll gut nachvollziehen können, wäre Baby Mordred auf die Welt gekommen als Menschenbaby mit Kannibalenzähnen und hätte als Baby, als menschenartiges Baby, die Mutter aufgefressen. So, oder zumindest versucht. Aber diese Verwandlung in die Spinne, die verstehe ich nicht, weil wir haben eigentlich nirgendwo etabliert, dass der scharlachrote König irgendwas mit Spinnen ist. Das Einzige, was mir jetzt an Spinnenverbindung einfällt, ist eigentlich Flake, der gerne mit Spinnen hantiert hat, auch in Augen des Drachen und so. Und deswegen verstehe ich halt nicht, warum es unbedingt eine Spinne sein soll. Nagel mich nicht drauf fest. Hatten wir nicht in irgendeinem Buch vorher,
dass King angeblich als Kind diese Erscheinung hatte. Wo das kommt auch in diesem Buch noch. Wo er auf diesen, in dieser Scheune auf die ganzen Spinnen trifft. Mhm, genau. Und irgendwo bei irgendeiner unserer Podcast-Aufnahmen habe ich im King-Wiki eine Illustration gesehen vom scharlachroten König als Spinne. Ja. Das wird in den Comics wird das deutlicher dargestellt. Also da gibt es diese meisten Illustrationen her. Aber es wird erwähnt, dass auch der scharlachrote König sowie Mordred ein Wehrinsekt sein soll und sich in eine Spinne verwandeln kann. Das kam mir hier aber auch. Ich habe es in diesem Buch entweder gelesen oder. Es ist innerhalb des Buches selber nicht etabliert, bin ich hundertprozentig von überzeugt. Es gibt so Hinweise, eben diese Geschichte mit der Scheune und so. Aber ich glaube, direkt in dem Romanzyklus wird das nie explizit irgendwie gesagt. Aber es war für mich nicht verwunderlich, da ja ständig irgendwelche Insekten vorkommen. Also es war so nicht so komplett neues Thema. Also wenn er jetzt als Reh geboren worden wäre, das hätte ich komisch gefunden. Aber eine Wehrreh, das finde ich ein gutes Konzept. Oder Bambi. Aber Spinne fand ich jetzt gar nicht so abwegig. Ja, vielleicht auch, weil man zum Beispiel auch bei Pennywise hat man ja auch diese Verwandlung in verschiedene Sachen und da ist auch eine Spinne dabei. Aber es hat mich auch schon ein bisschen irritiert, sowohl bei Mordred als auch beim König, warum das jetzt ausgerechnet so sein muss und warum es auch direkt nach der Geburt passiert. Mhm. Also ich glaube, ich hätte es effektiver gefunden, wenn sich Mia den Kleinen geschnappt hätte in dieser ganzen wilden Schießerei und wäre mit ihm geflohen und hätte dann gedacht, so, wir sind jetzt in Sicherheit und dann frisst er sie auf oder sowas. Mhm. Das hätte mir, glaube ich, mehr Spaß gemacht. Ja, da bin ich bei dir, auf jeden Fall. Aber wie fandet ihr denn Baby Mordred so grundsätzlich als Figur, als Charakter? Ich meine, ich weiß nicht, wollen wir darüber reden? Da greifen wir schon vor. Er endet ja noch in diesem Buch. Von daher verstehe ich das gesamte Konzept nicht, warum wir diesen Charakter gebraucht haben. Genau. Und was für ein unglaublich lahmes Weltuntergangsding-Sie, ist denn dieses Mordred-Vieh? Also erstmal, Susanna kann ihn schädigen, später, ja, ich greife es ein bisschen vor, Oi kann ihn schädigen und dann stirbt er wie jeder andere durch die Hand des Revolvermanns. Also ich hätte mir irgendwie schon ein bisschen was Mächtigeres vorgestellt als giftiges Übel der Welt. Und vor allem hat er ja überhaupt nichts beeinflusst, in irgendwie einer Form verhindert oder ausgelöst. Da hat er eigentlich keine Kräfte. Ich meine, ich fand das cool, dass er als Baby eben Baby ist und darüber kotzt, dass er hilflos ist. Das hat mir extrem gut gefallen. Mir hat auch seine Art, wie er manipuliert wird, unglaublich gut gefallen. Wenn man das mal davon absieht, dass es ein angeblich sehr böses und mächtiges Wesen sein soll, als einfach nur schwaches, manipulierbares Wesen, hat er mir unglaublich gut gefallen. Der vielleicht von sich selber denkt, er wäre was Mächtigeres. Okay. Aber als wirkliches böses oder übles Wesen, nö. Nee. Ich möchte an der Stelle ganz kurz vorgreifen mit einem Zitat. Er mochte ein König aller Könige oder ein Zerstörer von Welten sein, aber er begann sein Leben wie unzählige Säuglinge vor ihm. Er kreischte empört. Ja, eigentlich leidet er ja die ganze Zeit. Am Anfang hat er immer Hunger. Mordred sei hungrig. Später hat er dann das vergammelte Pferd gegessen und kotzt und scheißt sich die Seele aus dem Leib. Also eigentlich ist er die ganze Zeit nur am Leiden, am Klagen. Dann friert er, weil er nichts Warmes anzuziehen hat. Und ist dauernd mit sich selber im Kämpfen, verwandle ich mich jetzt in eine Spinne? Nee, ist scheiße, weil da ist irgendwie mein Stoffwechsel schneller, dann habe ich noch mehr Hunger. Aber eigentlich wäre ich gerne lieber in der Spinnengestalt, weil klar, die Spinnengestalt ist natürlich schon mächtiger und gefährlicher als die Baby- oder Kleinkindgestalt. Aber stimmt schon, er ist die ganze Zeit eigentlich nur am Rumnüllen. Genau das. Deswegen, ich fand den als Opferfigur in Anführungszeichen unglaublich überzeugend auch. Wie er dann später auch im Kalten sitzt und darüber motzt, dass die anderen wen haben, um sich warm zu halten und er nicht. Fand ich wirklich gut gemacht.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und das ist halt tatsächlich auch das, was mich... wenn wir jetzt... Wir haben ja letztens schon die Diskussion gehabt von Arthur Eld und ist das nicht alles dieselbe Brühe wie die Bösen und so weiter. Ich will ja da gar nicht wieder hin. Weil ich weiß, dass keiner mit mir diskutieren möchte darüber. Aber die, dass wir die Figur als von Mordred so jämmerlich anlegen, ist für mich ja genau wieder der Punkt. Die wichsen sich die ganze Zeit irgendwie einen auf ihre Blutsverbindungen, auf der ist der Vater von dem und dem und dem und dem. Und dass wir dann eben Mordred, der zwei Väter hat und beide interessieren sich einen Scheißdreck für ihn, da so reinschreiben. Das macht mir unter dem Aspekt wieder Sinn, zu zeigen, dass diese ganze Lüge vom Weisen und von Eld und Blutsverwandtschaft, und das ist uns so wichtig, aufzuzeigen. Und das ist halt für mich der Punkt, der aber weder in der einen Richtung noch in der anderen genug rauskommt, finde ich. Ja, da kann ich dir durchaus folgen. Vor allem auch vor dem Hinblick, dass er nicht nur zwei Väter hat, sondern zwei eigentlich ziemlich mächtige Väter. Richtig, und genau. Und trotzdem ist es ein Wurm. Aber, Jonas? Ja, aber er ist halt auch ein Monate alter Wurm am Ende vielleicht. Ich glaube, diese Aufgabe ist einfach zu groß für diese kurze Zeit. Er hätte vielleicht, wenn er nicht so unter Zeitdruck gestanden hätte, was ausrichten können. Aber ja, er ist halt eine Wehrspinne und das war's. Was, er hat keine Erfahrung im Kampf oder sonst was. Es ist eigentlich vollkommen klar, dass er Roland nicht ohne weiteres umbringen kann. Und ich habe ihn auch nie so als den Weltenzerstörer oder so gesehen, sondern halt als den Kerl, der Roland vielleicht tötet oder auch nicht. Aber er hat halt eine Aufgabe, Roland zu töten und sonst nichts, keine Welt zu beherrschen oder sonst was oder auszulöschen, sondern nur seinen Vater oder einen seiner Väter zu töten. Ja, aber dafür wird er zu groß aufgebaut. Ich meine, er begleitet uns durch anderthalb Bücher. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das ist häufig mit Produktankündigungen. Die werden groß aufgepauscht und am Ende floppt. So ist es halt auch mit Mordred. Ich habe halt persönlich die Theorie, er wollte mit Mordred wo ganz anderes hin. Und er hat es einfach handwerklich nicht gebacken gekriegt, dem in irgendeiner Form wirklich eine Funktion zu geben. Das macht insofern Sinn, wenn man das Ganze ganz Ende bedenkt. Dann kann er ja gar keinen Erfolg haben. Aber es ist mir... Ich weiß es nicht, weil das ist ein Charakter, der hat echt viel Potenzial. So wie er aber ist, dient er halt eigentlich nur dafür, zu zeigen, warum Susanna wieder ein Klotz am Bein ist, im Endeffekt. Und das war's. Ja, er hat viel Potenzial und es wird in meinen Augen überhaupt nicht genutzt. Genau. Also, aber andersrum, dadurch, dass wir etablieren, dass alles von vorne losgeht und jeder quasi eine neue Chance hat, hat ja auch der, nicht der dunkle König, der scharlachrote König eine neue Chance. Und vielleicht kann er jetzt einfach früher seinen Nachkommen etablieren. Das ist halt, aber ich würde sagen, die Diskussion verschieben wir aufs Ende. Okay. Aber erinnere mich dran. Woran ich aber tatsächlich wahnsinnig viel Spaß hatte, ist tatsächlich, wie genervt er davon ist, dass er einerseits weiß, er ist irgendein supermächtiger Gott oder was weiß ich was, und andererseits sitzt er halt da mit vollgeschissenen Windeln und alle um ihn rum sind zu dumm oder zu unfähig oder zu unwillens, sich ordnungsgemäß um ihn zu kümmern. Und wo mir tatsächlich das Herz ein bisschen sehr warm wurde, als er versucht, auf diesen Stuhl zu krabbeln und er kann das nur in Spinnengestalt und er kann sich aber gerade nicht verwandeln. Das ist so eine Tatsache des Lebens, die kenne ich sehr gut. Nur außer dem Punkt, dass ich mich nicht in eine Spinne verwandeln kann. Ist das gut oder schlecht? Das ich auch gerade. Sollen wir radioaktive Spinnen auf Wish bestellen? Oh ja!
das mit den Paralleluniversen passt ja auch gut zu Spider-Man und Woman. Ach, ja. Gut. Und dann muss ich sagen, dann habe ich schon das erste Mal die Orientierung in diesem Buch verloren. Wie Susanna dann aus diesem Dixie-Pick flieht und sich hinter dieser Tür verschanzt, okay, alles gut. Und dann wechseln wir ja zu der Szene mit Flake. Richtig? Oder habe ich dazwischen noch irgendwas Wichtiges übersprungen? Die ganze Geburtsszene, die war nicht mehr im Dixie-Pick. Die war schon in Fedig. Ja, okay, aber ja, genau. Und dort wartet sie doch, bis Jake und Roy ankommen. Genau. Die ja erstmal durch diesen fiesen Korridor müssen und von diesen komischen Wesen verfolgt werden. Richtig. Jetzt ist nur die... Na gut, reden wir erst darüber. Ich bin mir bis gerade nicht sicher, wo das kommt. Ob das vor Fleck kommt oder nach Fleck. Aber das ist ja egal. Wir können das ja jetzt machen. Denn die ganze Szene mit diesem halluzinatorischen Korridor und Unsinn und Quatsch, das ging mir so auf den Keks. Das waren ja in dem Hörbuch vielleicht alleine schon 2 Stunden. Das hat ja nicht aufgehört, das Elend. Das hat mir überhaupt nicht gepasst. War das so lange? Es hat sich zumindest so angefühlt. Ja, also ich glaube nicht, dass es so lange war, aber ja, ich fand's auch, dass sich das Ganze, überhaupt dieser erste Teil der Geschichte hat sich für mich extrem gezogen. Er hatte gute Momente, aber dann gab es wieder Sachen wie das hier, wo ich gedacht habe, jetzt mach doch mal hin, Junge. Komm. Ehrlich? Ja. Für mich hatte das sowas wie so dieses typische Geschichte in der Geschichte, was wir in den Büchern ständig haben. Halt so eine Abenteuergeschichte durch, nicht die Kanalisation, aber durch diese Gänge dadurch. Ich glaube tatsächlich, der Witz ist, dass Flo und ich, dadurch wir es ja schon gelesen hatten, wissen, was noch kommt. Und die ganze Zeit geistig innerlich auf die Uhr geguckt haben, bis wir an die guten Stellen kommen. Ihr habt quasi diese Handbewegung gemacht. Ja, genau. Oh, mit dem kreisenden Finger. Genau. Ja, das kann gut sein, ja. Ja gut, das war auch mein Vorteil, dass ich mich eben so an den Teil des Buches gar nicht mehr erinnern konnte. Ich fand das mit diesem Korridor, mit diesen durch diese Projektoren eingebildeten, erzeugten Halluzinationen, die aber tödlich sind, fand ich schon ganz spannend. Das erinnerte mich an 2 Sachen. Also erstmal hat ja jeder was anderes gesehen. Also Jake hat was gesehen, was er als Kind erlebt hatte, ihn Angst machte. Der Tahin, der dann später diese Projektoren erklärt hat, meinte, der sagte nicht, was er sieht, aber der andere sah Dinosaurier. Das erinnerte mich so an Ghostbusters, so shows the form of the destructor. Jeder sieht so sein größtes Grauen. Und die Tatsache, der eine sagt ja dann auch, wer nicht glaubt, dass Einbildung töten kann, ist ein Narr. Das erinnerte mich dann an Matrix, wo die ja auch sagen, ja, das passiert zwar nicht mit deinem Körper, es passiert mit deinem Geist, aber es kann trotzdem deinem Körper schaden und du kannst trotzdem sterben. Mhm. Und so war es in diesem Korridor ja auch. Lustigerweise, Flo, Pet-Theorie. SS. Hat es die Technik der Alten oder ist es magisch? Weil Pennywise bedient sich ja auch der Form der Sachen, vor denen die Leute Angst haben. Es gibt die Theorie, dass Pennywise ja auch ein Wesen aus einer anderen Dimension oder einer anderen Welt ist. Also, wenn man es so sehen möchte, würde ich schon sagen, man kann sehr gut hineininterpretieren, dass es sich dieser Technik bedient. Okay. Wie fandet ihr denn die Idee, dass wir euch quasi, dass wir die Rollen mit euch tauschen? Das war für mich wieder so ein Lassie-Moment. Lassie, da hinten ist jemand hinter dem Brunnen gefallen oder so. Ich fand das ziemlich cool. Ich fand das eigentlich auch witzig, aber man hätte das durchaus schon 4 Bände früher etablieren können. Ich habe es erst nicht verstanden, was da passiert. Und als ich es verstanden habe, dachte ich mir, das ist eine abgefahrene Idee, so mit diesem Mind-Switch, Seelenwanderung oder wie man es nennen will. Also von der Idee, dass es dann halt die Lösung war, da durchzukommen, fand ich das dann ganz pfiffig. Ich mag euch.
Ja, Eulie ist super. Eulie ist sowieso der beste Charakter in den ganzen Büchern. Der quatscht wenigstens nicht so viel dumm rum. Was sagt er für euch? Sagt er Ake oder sagt er Ake? Ich habe beim Lesen immer nicht gewusst, ruft er jetzt Ake Ake, also für Jake, oder Ake Ake, weil durch das fehlende J habe ich es dann plötzlich Deutsch gelesen. Nee, für mich ist es ein Ake Ake. Ja, ich habe aber auch nur die Hörbücher gehört und da war es halt Ake. Ich wusste nicht, dass Ake geschrieben wird. Gut, ich glaube tatsächlich. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Passiert das eigentlich jetzt zum ersten Mal mit dem Körperswitchen oder? Ich glaube schon. Okay. Also das hat nicht irgendwie schon mal vor ihm jemand gemacht in den Büchern, sowas wie irgendwer aus dem alten Quartett oder sowas. Nee. Weil ich suche ja ständig nach Parallelen zwischen dem alten und dem neuen. Also, pass auf. Es gibt zumindest in Ansätzen die Theorie, dass die Sache mit dem Falken von Roland ziemlich nah da dran war, okay. Sagen wir es so. Es wird aber nicht ausformuliert so genannt. Die ganze Idee, dass man Geister übernehmen kann und tauschen kann und so. Ich glaube, es wird irgendwo erwähnt, dass die Manni das können. Aber ich glaube, es wird nirgendwo so richtig ausdifferenziert. Also, dass es wirklich genutzt wird, ist hier das erste Mal. Okay. So, und dann switchen wir wieder rüber zu Baby Mordred und Flag. Woher Flag jetzt auf einmal aufgetaucht ist, das wird überhaupt nicht erklärt, das ist auch in Ordnung so. Flag taucht ja immer auf. Und ich weiß nicht, ich mag Flag so gern und das ist so ein scheiß Ende. Und ja. Das war so ein unwürdiges Ende, oder? Ja. Vor allem, Frage. Ihr habt ja nun alle in der einen oder anderen Form Flag jetzt schon kennengelernt. Für mich ist das Kernelement von Flag, dass er keinen Ehrgeiz hat. Für mich ist Flag einfach nur lustiges, springendes Chaos. Ja, das Wandel, der wandelnde Gag. Genau. Ja. So, und das, was ihm hier aus Genick bricht, ist, dass er plötzlich völlig charakterunüblich an Selbstüberschätzung leidet und einen Ehrgeiz entwickelt. Und dieser Ehrgeiz ist noch nie, wenn wir Flag kennengelernt haben, irgendwo etabliert. Der nervt mich massiv, dass wir das jetzt auf einmal da reinbauen mussten. Warum? Ich glaube, es ist nicht, dass er keinen Ehrgeiz hatte. Ich glaube, er hat ihn nicht gezeigt. Nee, ich glaube wirklich nicht. Weil zum Beispiel bei The Stand. Er kommt dann, The Stand ist vorbei. Die Welt ist in die Luft geflogen. Er taucht auf einmal bei irgendeinem afrikanischen oder was weiß ich was, oder Südseestamm, keine Ahnung, wieder auf, lässt sich von denen zum Herrscher machen. Das macht er nicht, weil er gerne Herrscher sein will, sondern weil es lustig ist für den Moment. Versteht ihr, was ich meine? Für mich hat Fleck keinen Ehrgeiz. Er macht das, was ihm Spaß macht, und wenn das halt aufhört, wie durch eine Atomexplosion in Las Vegas, genau, dann zieht er halt weiter. Ja, so sehe ich den auch. Also er ist jemand, der in den Tag hineinlebt und einfach nur Chaos verbreiten will. Und ja, du hast recht, er wird komisch charakterisiert hier. Und dieses Ende ist einfach... Ich muss sagen, das Ende ist, auch wenn es unwürdig ist, aber... Es ist halt ernsthaft gut beschrieben. Also das tat mir echt weh beim Lesen. Möglicherweise, weil ich sehr viel Sympathie für Flake habe, aber das war schon ein bisschen eklig. Also mich hat das komplett erinnert an das Bild, weil ja Norman am Ende von das Bild auch von so einem Rose Madder in Spinnengestalt auch, ähnlich zerlegt wird, also inklusive Zunge rausreißen. Also das hat bei mir einen fiesen Flashback ausgelöst, muss ich sagen. Aber gerade so die Augen wie Weintrauben und solche, nee. Ich bin ein bisschen schwierig, was Augen angeht, gebe ich zu, aber das hat bei mir schon als Beschreibung gut funktioniert. Das hat mich halt nur geärgert, dass es ausgerechnet Fleck erwischt und ebenso unbegründet erwischt. Ja, er war sich halt seiner Sache mit der Denkerkappe so sicher. Ich bin ja immer der mit den Kulturreferenzen, nennt man es, glaube ich, der hat mich an Magnetus Helm erinnert, der ja genau denselben Zweck erfüllt hat, nämlich dass jemand anders, der es eigentlich kann, nicht Gedanken lesen kann. Das fiel mir dann sofort wieder ein.
Hier hatte ich auch noch das Gefühl, man kennt ja Fleck oder Walter oder welchen Namen er halt gerade trägt. Das ist so ein großer Bösewicht in dieser Saga. Oh, wenn Mordred den so leicht fertig macht, dann steckt vielleicht hinter dem noch mehr und dann kommt da nichts. Deswegen, also von der Szene allein, damit hätte ich noch umgehen können, wenn tatsächlich das Ganze zu irgendwas geführt hätte, aber es läuft danach weiter und Mordred bleibt dasselbe Spinnenbaby wie vorher. Genau, das ist der Punkt. Aber wie fandet ihr denn, dass wir hier Fleck das erste Mal eine Vorgeschichte geben? Das fand ich tatsächlich ganz nett. Ich hatte auf mehr gehofft, weil es war ja wirklich dann ziemlich kurz, aber das war schön. Also genau genommen war es genau ein Satz, aber ja. Nein, aber mich hat das tatsächlich wirklich massiv geärgert, dass er hier so verheizt wird im Prinzip und völlig für nichts. Ich sag mal so, was wieder innerhalb des Charakters logisch ist, dass er so sagt, ja, dass der Spinnenkönig wahnsinnig geworden ist, das ist ja jetzt genau genommen nicht mein Problem. Aber eben, dass er dann plötzlich diesen Ehrgeiz hat, Roland als seine Bestimmung zu sehen, eben weil es eine Bestimmung ist und nicht, weil es in dem Moment einfach mal Spaß macht, das habe ich einfach nie so, weiß ich nicht. Das hat mich auch jedes Mal, wenn ich das Buch gelesen habe, genervt. Ja, vielleicht sagt er das halt auch nur, um Mordred in seinem Sinne zu beeinflussen. Das war tatsächlich ein innerer Monolog, wo das etabliert ist. Ich meine, okay, gut, wenn er jetzt davon ausgeht, die Denkerkappe ist vielleicht doch nicht ganz sicher, dann ja, okay. Ja, aber das glaube ich nicht, sonst hätte er sich doch irgendwie anders abgesichert, vermutlich. Ja. Haben wir den Abschnitt mit diesem, wie hieß der, Andy 2? Nein, dieser komische Roboter. Okay. Nee, warte, wir lernen jetzt in diesem Buch zwei Roboter kennen. Wir haben doch, Susanna trifft doch auf Nigel. Nigel, genau. Hieß er, genau. Mhm. Den anderen Diener-Roboter. Fand ich ein bisschen komisch. Aber ich fand den cool, ich mochte den. Ja, ich habe nur nicht gerafft, wieso er ihr hilft, obwohl sie ihm die Augen ausschießt. Ich meine, Andy hat das nicht. Ja, Andy hatte aber auch eine Fehlfunktion. Naja, das ist Teil seiner Programmierung. Genau. Genau, weil Nigel funktioniert ja auch nicht mehr so ganz, aber seine Programmierung zwingt ihn sozusagen dazu, stur die Befehle auszuführen, die Menschen, egal welche Funktion sie eigentlich haben, die sagen, mach und er macht. Er besorgt den Essen, er macht dies, er besorgt ja Mordred sogar hier Ratten oder sowas zu fressen. Er führt Befehle aus und entlang seiner Programmierung hat aber eben schon einen leichten Hau weg. Genau. Also ist er eigentlich nur sehr falsch eingesetzt worden. Der gehört eigentlich nicht dahin, oder? Naja, doch. Also ich habe das so verstanden, als gehört er dahin, um eben diese entführten Kinder, solange die noch da reinkamen, immer mal wieder, eben zu versorgen und so. Weil halt das ist ja noch, das ist ja noch fähig. Oder Donnerstag, genau, oder wie auch aber, immer. Aber das, wir sind uns einig, dass der auch dann die Befehle der Kinder befolgen würde, oder? Na, da war vielleicht dann das Limit, das gesagt wurde, nur von Erwachsenen oder so. Von Erwachsenen oder Spinnen? Und oder wir haben ja etabliert, dass das ist ja quasi zeitlich gesehen, quasi nachdem wir den Kindern das Horn rausgenommen haben. Das heißt, wie sehr die überhaupt noch, wenn er sich nicht um die Kinder gekümmert hat, die zurückgeschickt werden, die gesunden, warte, ich formuliere nochmal anders. Es werden ja die Kinder geklaut und dann wird denen ein Teil vom Hirn rausgenommen. Und dann werden die wieder zurück in den Zug gesetzt und heimgeschickt. Für mich ist das so, der wird quasi eingesetzt nach dieser Operation. Und wie weit die Kinder dann überhaupt noch in der Lage sind, irgendeinen Befehl zu artikulieren, ist halt zweifelhaft. Okay, das habe ich, das kam bei mir anders an. Also so würde ich es jetzt für mich wäre logisch, erklären. Ja.
Aber ich glaube, der Unterschied zwischen Andy und ihm ist halt tatsächlich, Andy konnte deswegen nachtragend sein, weil seine Emotionalität und damit auch sein Trotz und seine Wut und sowas und seine Nachtragendheit eben eine Fehlfunktion waren. Und die Fehlfunktion hat Nigel noch nicht. Okay, vielleicht hat mich es auch ein bisschen verwirrt, weil, ja, ich greife jetzt wieder ein bisschen vor, aber der nächste Roboter, den wir treffen, der hat ja Emotionen. Genau. Als scheinbar echte Funktion und nicht Fehlfunktion. Mhm, genau. Und vielleicht war das einfach ein bisschen zu viele verschiedene Modelle für mich ohne Katalog. Aber den fand ich tatsächlich als Charakter voll putzig. Also Nation hat mir Spaß gemacht. Ja. Der passte für mich zwar überhaupt nicht da rein in dieses Setting, aber Spaß gemacht hat er auf jeden Fall. Ja, er war so ein bisschen Fremdkörper, da gebe ich dir recht. Der war zu freundlich. Ja. Ja, man hat vorher diese Vampire, Tiermenschen, sonstigen Wesenheiten, dann hat man diesen freundlichen Roboter und man fühlt sich so an einen 50er-Jahre-Science-Fiction-Film erinnert oder sowas. Mhm. Mhm. Ja, oder so die Jetsons. Ja, genau. Rosie. Ja, aber gerade das, er halt so vollkommen freundlich reagiert, obwohl er angegriffen wurde. Ich finde, das hatte einen gewissen Charme. Das war schön. Hat mir gefallen. Mhm. Jetzt frage ich mich tatsächlich, ich meine, Susanna entschuldigt sich ja tatsächlich, dass sie auf ihn geschossen hat. Was mich jetzt beschäftigt, ist die Frage, gut, wir haben jetzt gesehen, wie Baby Mordred zu seinen menschlichen Untergebenen ist. Aber wie ist wohl Mordred mit dem Roboter umgegangen? So wie ich die ganze Zeit hier meine Technik beschimpfe oder freundlicher? Nee, eher so wie du. Gut, und jetzt kommt es zur... Jetzt habe ich Mitleid mit dir. Jetzt kommt es zur großen Wiedervereinigung. Jake taumelt eben aus diesem halluzinatorischen Tunnel und die Tür geht doch wieder erwartend auf und er fällt Susanna in die Arme und wir sind wieder glücklich. Gut, soweit. Jetzt switchen wir, glaube ich, nach Maine, oder? Können wir machen. Ich möchte aber noch kurz eine Szene ansprechen. Und zwar, als sich das Quartett wieder zusammenfindet, also ohne Callahan, dass Jake jetzt anfängt, Roland als, wie sagt er, als Vater zu bezeichnen. Das fand ich einen interessanten Moment. Man hat das ja sowieso zwischen den beiden gemerkt, dass da zwischen den beiden doch schon einiges ist. Und ich hatte so in den letzten Büchern das Gefühl, dass er ihm verziehen hat, dass er ihn damals hat fallen lassen. Und das war so für mich der Moment, wo die Beziehung zwischen den beiden jetzt wieder richtig funktioniert. Mhm. Hattest du jemals ernsthaft das Gefühl, dass die Beziehung nicht funktioniert hat? Ich weiß, das wollte man uns suggerieren, aber das hat bei mir nie funktioniert. Doch, in den früheren Büchern und ich nehme es vorweg, später diesem Buch auch wieder. Aber ja, es ist ein bisschen mit dem Holzhammer, aber es hat trotzdem geklappt für mich. Das heißt, nur ich finde diese Beziehung einseitig? Nein, geht mir auch so. Okay. Ich finde tatsächlich auch, dass er ihn Vater nennt, ist hier wieder für mich mehr ein Stilmittel als alles andere, um eben genau den Kontrast, er hat jetzt quasi ein Geschwisterkind und deswegen ist er jetzt gezwungen, in Konkurrenz zu treten mit dem leiblichen Sohn von Roland. Was haltet ihr denn von dieser Theorie? Das kam ja auch ein paar Mal so ganz leicht in Nebensätzen irgendwie, dass er so eine Art Eifersucht äußert. Hm? Fand ich ziemlich an den Haaren herbeigezogen, ja. Und schlecht gemacht. Weil es gibt ja keinen Grund. Natürlich nicht. Nirgendwo steht, dass Roland sich gern sein Spinnenkind auf den Kopf setzt, mit dem er den Sonnenuntergang reiten will. Nicht? Warum eigentlich nicht? Das sieht sehr lustig aus. Nein, aber ich glaube, das ist inhärent in dieser ganzen Blut- und Bodensymbolik, die sich ja durch diesen ganzen Arthur-Eld-Blutslinien, du hast das Angesicht deines Vaters vergessen, Blödsinn, inhärent durchzieht.
Deswegen ist ja inhärent Mordred eigentlich halt das bessere Kind. Für mich war das Ganze eher ein was ist denn das deutsche Wort für Daddy Issues? Ja. Jake sucht einfach krampfhaft nach einer neuen Vaterfigur und das schon die ganze Zeit und versucht immer wieder, seit einigen Büchern ja schon, dass Roland diese Rolle einnimmt. Und ja, der verändert sich ja auch. Der wird ja emotionaler und man könnte ja fast sagen, er hat eine emotionale Verbindung zu dem Kind. Aber das wirkt auf mich A, von Jakes Seite sehr, sehr erzwungen und B, von Rolands Seite nicht wirklich, erst nicht wirklich gewollt und dann nicht wirklich gekonnt. Ja, bin ich auf jeden Fall 100% später. Darf ich mal kurz den entscheidenden Dialog? Aber gerne. Natürlich. Also sie sind gerade durch die Tür gekommen. Heil, Jake, sagte Roland. Heil, Vater. Willst du mich so nennen? Jake nickte. Ja, wenn ich darf. Das wäre mir eine große Freude, sagte Roland. Und der letzte Satz in dem Kapitel oder Abschnitt ist dann aus den Gedanken von Jake, mein Vater ist gekommen, um mich zu holen. Ja, so, das ist sozusagen die Situation, wo dann das Vater-Sohn-Gespann entsteht, vermeintlich. Ja, aber wie gesagt, das ist mir halt trotzdem, wie Hendrian schon sagt, das ist mir zu erzwungen. Gut. Ja, ja. Er hätte es besser umsetzen können, dass es vielleicht ein bisschen emotionaler passt. Da gebe ich euch recht. Na, vor allem ich hätte das verstanden, wenn diese Vaterszene in Wolfsmut gekommen wäre. Nach der Schlacht und so, wo er die Zigarette raucht mit ihm und so. Da hätte die Szene reingepasst. Hätte sie sich natürlich angefühlt. Aber hier, wo er Jake mehr oder weniger, ja, wir wissen beide, du gehst jetzt in deinen Tod, okay, geh. Dass wir jetzt auf einmal wieder das Bedürfnis haben, eine Vaterfigur zu erfinden für Jake, der eigentlich über diesen Punkt an der Stelle im Buch schon wieder längst drüber hinaus sein sollte, das nervt mich halt. Ich glaube, ich habe für mich jetzt greifen können, was so komisch ist für mich. Das klingt für mich nicht nach einem emotionalen Vater-Kind-Verhältnis, sondern das ist ein rein hierarchisches. Ja, zumindest ja, vom Gefühl genau. Her für mich. Ja, stimmt. So, als wenn ein Ritter jemanden zu seinem Knappen ernimmt. Ganz genau das. Mhm. Ja, richtig. Und da finde ich halt wieder, das passt hier nicht in die Szene rein. Weil eben hier Jake das erste Mal ohne in irgendeiner Form Begleitung oder wie auch immer aktiv in den Tod geht. Und dann müsste er eigentlich über den Punkt des Knappen wieder hier raus sein. Knappe hätte ich verstanden nach der Entscheidung, in Wolfsmond den Vater zu verpfeifen. Außerdem haben wir ja schon diese Emotion, diese hierarchische Trennung durch Dean und Anti-Dean. weiß nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich meine, irgendwo, an irgendeiner Stelle, und ich kann nicht greifen, an welcher, wird doch auch gesagt, dass Jake jetzt ein vollwertiger Revolvermann ist, oder nicht? Ja, ich glaube, das war in einem der letzten Bücher schon. Ich meine nämlich auch. Und insofern wirkt dieses Aufzeigen dieser krassen Hierarchie für mich echt komisch. Na, das haben wir ja später nochmal. Da kommen wir ja auch gleich dazu. Oder später. Als er Eddie und Susanna als Lehnsmänner vereidigt. Ja. Ist halt genau dieselbe Wichse. Gut, gehen wir nach Maine. Und da muss ich sagen, da müsst ihr mir helfen, weil das ist in meinem Hirn ganz viel weißer Nebel und ich weiß nichts mehr davon. Schade, ich hatte gehofft, du wüsstest noch was. Ich weiß, dass ich Callum sympathisch fand. Das war's aber auch. Ja, ich fand diese ganzen Szenen auch wieder ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen, muss ich sagen. Ja, mit diesem
Sturm, der aufzieht und nicht aufzieht, und dann, dann treffen sie sich ja, fahren gemeinsam in irgendein Haus, aber nicht in das eine, dann fahren sie doch in das andere Haus und dann sitzen sie da und dann erzählt Eddie seine Geschichte, Roland seine Geschichte, und dann bekommt er ja den Auftrag, gründe diese Firma und macht dies und das und jenes. Das hätte man wirklich durchaus kürzen können. Ja, auf jeden Fall. Das hat, wir hatten ja vorher doch schon, auch wenn es Längen hatte, ein bisschen Schwung in der Geschichte, und das hier hat es dann wieder rausgenommen. Und es ist ja kein kurzes Buch, also da hat er wieder doch seinem alten Problem mit dem Schwafeln sehr gefrönt. Ja, habt ihr verstanden, wie wir jetzt zurückkommen zu Susanna und Jay? Nur so halb. Halt, auf einmal steht in einem Wust aus Lichtern eine Tür. Aber ja, das kann ja nicht das letzte Schluss sein. Ich glaube, die suchen den Ursprungsort dieser Wiedergänger auf, wo sie dann die Tür finden oder so. Genau, ja. Aber ihr gebt mir recht, dass das nicht etabliert wird, warum diese Tür da steht. Ja, genau, da gebe ich dir recht. Weil da Wiedergänger sind und Lichter. Okay, ist in Ordnung. Ja, naja, wir gehen durch die Tür und wir treffen wieder zurück auf Susanna und Jake. Dann lernen wir jetzt die Prescher kennen, denn wir machen uns weiter auf den Weg. Und wie haben wir jetzt eigentlich von Alguisiento überhaupt erfahren? Ich möchte eine ganz kurze Zwischenfrage stellen, was mir die ganze Zeit in dem Buch schon nicht klar wurde. Und zwar, was für ein Übergang besteht zwischen dem Dixie-Pick und Fendris? Nein, Fedig. Fedig. Ja, genau. Das ist diese mechanische Tür, wo Eu und Jake auf der einen Seite sind und sie können irgendwie dann Verbindung zu Susanna auf der anderen Seite herstellen. Die Tür, die mit dem Wort Schrull geöffnet wird. Genau, die. Mhm. Okay. Warum die da ist, wissen wir auch nicht. Naja, weil das Dixie-Pick, ich meine, dass das Dixie-Pick ein Standort für eine Tür sein soll, das sehe ich irgendwo ein, okay. Aber mir war bis eben nicht klar, dass das die gleiche Tür ist. Ja, lustig finde ich aber tatsächlich, dass das, da das ja eine mechanische Tür ist und die Technik der Alten, finde ich das halt irgendwie putzig, dass die in dem New York, versteht ihr, was ich meine? Weil da ist ja nicht immer das Dixie-Pick gewesen. Jetzt Moment, mechanische Tür? Sind nicht alle Türen mechanisch oder sind manche auch automatisch? Nee, also oder? Es gibt magische Türen und es gibt diese Techniktüren. Oh, ich dachte, das wären alles magische Türen. Nur manche haben irgendwie... die Tür, das wird explizit gesagt, zum Beispiel die Türen in dem Strand, wo er die drei zieht. Das sind rein magische Türen. Die sind halt einfach da aus Grund XY. Das sind die Holztüren, richtig? Genau. Ja. Und diese Tür, durch die Susanna geht, das ist eine mechanische, eine technische Tür. Das wird erwähnt, das ist die Technik der Alten. Die kann auch kaputt gehen. Die magischen Türen sind wohl relativ fehlerunanfällig. Aber diese Techniktüren, die können kaputt gehen. Also so eine Art künstlich hergestelltes Portal. Genau. Genau, okay. Genau, das ist ein Teleporter, du weißt schon. Ja. Teleporter, so heißt das. Okay, dankeschön. Ja, auf jeden Fall, wir laufen durch die Gegend und wir lernen jetzt die Prescher kennen. Namentlich Ralf, wie heißt er? Ted Brodigan, genau, danke. Dinky Earnshaw, den wir eben aus Alles endgültig kennen. Kommt da Shimi schon mit beim ersten Mal? Nee, ne? Ja, aber er wird doch nicht so genannt. Ach ja, genau. Und Shimi. Ich finde ja die Idee mit den Preschern nett. Aber wie ging euch dieses erste Kennenlernen? Da kamen sie mir sehr verdächtig vor. Bis ich gemerkt habe, um wen es geht. Ja. Ich finde die Idee ziemlich cool.
Ich habe mir auch, da kommen wir später noch dazu, wenn wir versuchen rauszukriegen, was der Autor uns damit sagen wollte. Ich habe einige Theorien gelesen, die diesen Teil der Geschichte ja so eigentlich das als Hauptteil ansehen. Aha. Ja, wart ab. Das ist das werde ich noch zur Debatte stellen irgendwann später, wenn wir durch sind. Aber ich wie das Ganze hier anfängt und wie es aufgebaut ist, fand ich teilweise ein bisschen komisch. Also es war, kam mir vor wie so ein Sektencamp irgendwie. Und, naja, aber das trifft ja den Sinn der ganzen Sache schon ziemlich gut. Ja, aber es war so, ich glaube, er hat hier ein bisschen mehr Comedy reingebracht, als er, also unbeabsichtigt, als er eigentlich geplant hat. Wurde hier nicht auch ständig auf diese Sekte referenziert, diese eine, wo sich die ganzen Leute umgebracht haben? Heaven's Gate. Genau. Möglich, wenn, dann habe ich es überlesen. Ja, es kommt ab und zu mal vor. Wie steht ihr denn zu dem Konzept der Brecher? Ich meine, sind für euch die Motive nachvollziehbar? Weil für mich ist das wieder so ein typisches, King verarbeitet wieder mal seinen Alkoholismus und seine Drogensucht. Naja, die Leute können bei der Arbeit ihr Gehirn ausmachen und bekommen im Grunde genommen fürs Rumchillen alles, was sie zum Leben brauchen. Das ist wie öffentlicher Dienst. Ich kann mich da schon irgendwie mit identifizieren. Nur mit mehr virtuellem Sex. Genau. Sagst du. Wir haben keine Großrechner. Ich habe den falschen Job. Ja, Ted sagt ja auch, dass es eben so ein innerliches Bedürfnis ist, dieses Talent, was ja alle Brecher haben, das auch einzusetzen. Also nach dem Motto, sie wissen, also sie haben alle diese besondere Fähigkeit. Und er sagt ja wörtlich, egal ob das Talent Safe knacken, Gedanken lesen oder Kopfrechnen mit zehnstelligen Zahlen betrifft, es schreit danach, gebraucht zu werden. Und er muss ja sein, die extremste Ausprägung von seinem Talent, diese Geschichte mit dem Speer, muss er ja auch unterdrücken, weil er das selber nicht gut findet. Aber dass er ansonsten seine Fähigkeit da ausleben kann, was er ja in der normalen Welt, in unserer Welt nicht so richtig könnte, das ist natürlich wahrscheinlich für ihn und für alle schön, dass da sie ihrem Talent freien Lauf lassen können. Hm. Sind die Brecher für euch die Bösen? Nein. Nein. Nee. Weil, was für eine Wahl haben sie? Sie sind ja quasi in der öffentlichen Dienstmetapher bleiben unkündbar und können auch nicht kündigen. Weil, was sollen sie machen? Sie ja, werden doch nie im Leben freigelassen. Mhm. Und sie machen halt das Beste aus der Situation, in der sie sind. Wir haben das ja bei Ted gesehen in Atlantis, dass er nicht freiwillig Brecher geworden ist, sondern dass er wirklich versucht hat, davon wegzukommen. Und er ist eigentlich genauso ein Opfer, ja, wie alle anderen auch da. In Anbetracht dessen, wie findet ihr denn dann Rowlands, also ja, es passieren schlimme Dinge dazwischen, aber Rowlands Reaktion auf die Befreiten von Albuciento? Weil da habe ich mir wieder gedacht, du bist ein Arschloch. Also ja, ich verstehe, dass das zu einem großen Prozentsatz Leute sind, die einfach aus Faulheit weitermachen. Aber wie gesagt, der Mangel an Alternativen ist halt ein Mangel an Alternativen. Ja, ich glaube, es ist halt wirklich kein Nachdenken, es ist reine Emotion, wie er da handelt. Deswegen, ich weiß nicht, ob er da wirklich Logik walten lässt. Na, ich würde da nicht Emotion sagen. Der Wut ist ja eine Emotion. Für mich ist das, was Roland sagt, sehr, sehr nachvollziehbar. Insofern, der ist aufgewachsen in diesem alten Wertesystem. Das Double Scrotten. Und das Einzige, was da drin Sinn ergibt, ist eben, entweder die sterben oder die tun Buße. Das oder sie begehren halt erstmal dagegen auf.
die reine Tatsache, dass die Alternative des Opferseins ist in dieser Welt nicht vorgesehen. Ganz genau, ja. Was mich hier wieder wahnsinnig gestört hat, ist, dass wir hier wieder sowohl bei Shimi als auch dann, als wir die Fluchtwelle quasi von diesen Brechern haben, die zum Beispiel diese zwei Menschen mit dem Wasserkopf und so weiter und so fort. Und da denke ich mir halt, dir ist schon klar, dass du die mit, also der eine stirbt ja sowieso, aber dass du die jetzt mit deiner Verbannung und so für deinen dämlichen Turm, dessen positive Effekte mir noch niemand bewiesen hat, zum Tode verurteilt hast. Und das nicht im Sinne von, ja, weiß ich, ist mir aber egal, sondern in völliger Ignoranz dieses Fakts. Er ist auch bereit, Shimi zu opfern. Ja, bei Shimi opfern ist es aber, ich weiß, dass ich ihn opfere, es ist mir aber egal. Da kommen wir wieder zu einem Analysepunkt, auf den ich nachher eingehen möchte. Okay. Machen wir nachher, das wird okay. Jetzt zu viel. Gut, ja. Schön fand ich tatsächlich aber die Beschreibung von diesem Komplex, die Abläufe. Ich fand auch wahnsinnig cool die Freundschaft zwischen diesem Tahin und dem einen Wärter und so weiter. Oder das diesem, war voll diesem cool. Oberchef. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Diese Pickel-Ausdruck-Freundschaft. Zum Beispiel, ja, genau. Genau die. Das erste Mal, wo mir schlecht wurde in dem Buch. Nee, aber auch so, dass die nicht als die Bösen gezeichnet sind. Ja, wir wissen hier, was wir tun. Ja, wir halten das trotzdem für genauso richtig, wie Roland seinen Quatsch für richtig hält. Nein, wir sind keine religiösen Eiferer. Andererseits hat auch noch nie ein religiöser Eiferer zugegeben, dass er einer ist. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, die Dynamik zwischen diesen Leuten. Sie waren wie so Gefängniswächter, um nochmal ein harmloses Wort zu benutzen. Genau. Wobei man denen halt ja wirklich keinen Vorwurf machen kann. Ich meine, sie sind anständig zu ihren Angestellten oder zu ihren Inhaftierten. Sie bestrafen jeden, der in irgendeiner Form dumm, sinnlos, grausam zu denen ist. Also, ich muss jetzt sagen, ich finde jetzt nicht viel Böses an denen. Und vor allem dieser ganze gerechte Zorn, den Roland da hat, ein Scheißdreck will er den Turm retten, der will da nur zuerst drauf, bevor das Ding zusammenbricht. Aber es ist ja nicht so, als hätte Roland jetzt den Anspruch, die Welt zu retten. Ich glaube, das ist Roland da schon scheißegal. Er will den Turm. Und er war am Anfang der Geschichte, also in Schwarz, echt fanatisch und er hat sich ein bisschen gebessert, aber umso näher er dem Turm kommt, umso fanatischer wird er für mich auch wieder hier. Ist die ganze Suche nach dem Turm eine große Suchtmetapher? Ich glaube schon. Okay. Also ich meine, das kann's, aber für mich schon. Ja, könnte sein. So, und jetzt haben wir eine sehr hübsche Szene, als Jake so das Gefühl hat, oder alle so das Gefühl haben, aber Jake am schlimmsten, dass irgendwas passieren wird und dass irgendwas komisch ist. Und wir haben wieder so eine letztes Abendmahl-Szene in der ganzen Sache. Die hat für mich tatsächlich, obwohl sie abgenutzt ist, auch wieder gut funktioniert. Das mit den Tonbandgeräten, oder was? Hm? Die fand ich super. Klar, das ist auch wieder dieses, ne, Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Aber, nee, fand ich cool. Ja, und eben auch, wie er Roland drauf anspricht, hier, ich hab da so ein Gefühl und so, und Roland ihm eben auch wieder mythologisch die ganze Idee erklärt, von wegen, ja, das Quartett bricht eventuell auseinander, das heißt aber nicht, dass es das muss, und so weiter. Also diesen Einblick wieder in diese alte Welt, in diese alten Rituale, in diesen alten Habitus. Das hat mir wieder sehr gut gefallen. So ein bisschen hat mich dieser Abschnitt an so eine Folge A-Team erinnert, weil sie da auch mit den ganzen Waffen und wie sie sich dann da
einen Plan zurechtlegen und da nachher diese Lasergewehre platzieren und Susanna auf diesem Quad oder was das sein soll unterwegs ist. Das war, also ich sag mal, das wäre dann so die Super-Action-Sequenz in einer nicht existenten Verfilmung. Wie fandet ihr denn die Schlacht selber? Weil ich muss sagen, dafür, dass es die letzte Schlacht war, fand ich die echt doof und vor allem ziemlich langweilig. Ja, ich habe auch ein bisschen mehr, aber also wie gesagt, in Relation zu dem, was da vorher so in der Höhle oder wo sie waren, alles an Waffen aufgefahren wurde und gesagt wurde und dies und jenes. Ich fand das sehr verstörend mit diesen Schnatzen, mit dieser Harry Potter. Naja, aber so hier und das und Gewehre und nachher benutzen sie eine Handvoll Schnatze, um ein bisschen Feuer zu machen und ballern ein bisschen rum und das war's. Das fand ich auch sehr unspektakulär für das, was vorher alles aufgebaut worden ist. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Also da hatte ich echt mehr erwartet. Im Grunde genommen gebe ich euch recht, in Relation zu der Vorbereitung war es nicht cool. In Relation zum Beispiel zu dem Kampf gegen die Wölfe in dem Buch davor fand ich es großartig, weil es endlich mal ein bisschen mehr ausgearbeitet wurde und ein bisschen länger gedauert hat. Und das mit den Wölfen aus, war es Wolfsmond oder Susanna? Wolfsmond. Wolfsmond. Das fand ich ja fürchterlich. Das war ja, da war mir der Clip zu kurz. Michael Bay hätte mehr draus gemacht. Richtig. Also wollen wir eine Verfilmung von Michael Bay? Kann es schlimmer werden als das, was wir schon haben? Ja. Halte mein Bier. Schlimmer als nichts? Hä? Und jetzt kommen wir zu der ersten Szene, die für mich zumindest tatsächlich ans Herz ging. Und das ist Eddies Tod. Ich muss sagen, Eddie war tatsächlich in dem ganzen Roman, nennen allen zusammen, die Figur, für die ich immer am wenigsten Gefühl gekriegt habe. Über Susanna konnte ich mich wenigstens aufregen. Eddie hat für mich als Charakter nie funktioniert. Sein Tod war aber tatsächlich für mich, der hat gegriffen. Ja, vor allen Dingen, er war so, sinnlos ist jeder Tod, aber so er war so vermeidbar. Also wäre er jetzt so mitten im Kampf von der Kugel getroffen worden, aber dass jetzt der Gefängnisdirektor, den sie für tot halten, dann doch nicht tot ist und so wirklich so westernmäßig am Boden liegend nochmal zur Waffe greift und auf ihn schießt, das ist so, ja, da denkt man sich so, das hätte doch nicht sein müssen, das hättet ihr doch vermeiden können. Und dann hat mich gestört, dass sich der Tod so lange gezogen hat. Ja. Also ich glaube, ich hätte es lieber gehabt, wenn er wirklich, man denkt, es ist alles gut und dann kommt dieser Schuss aus dem Hinterhalt und er bricht tot zusammen. Und so war das für mich. Ich erinnere mich damals an den dritten Matrix-Film, auch etwas, über das man lieber nicht reden sollte, wenn Trinity da auch im Sterben liegt. Ich habe im Kino gesessen und irgendwann habe ich nur gesagt, mein Gott, jetzt stirb endlich. Es hat sich für mich zu lange gezogen und genau das hatte ich leider hier auch. Ich mochte Eddie, aber ich wusste, er stirbt und ich wollte es einfach hinter mich bringen. Das war mir zu in die Länge gezogen und ja. Ja, ich glaube aber tatsächlich, das war so gewollt. Ich glaube, das ist mit Absicht so unangenehm. Das ist tatsächlich mal nicht handwerkliches Versagen. Ich glaube, das ist pure Berechnung und pure Absicht. Vor allem, dass er dabei auch nicht die Fresse hält. Ja, ich fand den Schuss in den Kopf fand ich völlig, ja, völlig nicht gut. Das Sterben hingegen, das war furchtbar und großartig. Also emotional furchtbar, aber großartig geschrieben und ja, doch, das hat funktioniert für mich. Sehr gut. Er musste ja auch noch das mit Dandelo von sich geben. Das ging ja, das war ja so ein bisschen stille Post, weil er sagt es ja, glaube ich, nicht Susanna, sondern Jake. Jake sagt es später. Oi. Oi, und ne? So ist ja die Kette. Und damit er überhaupt eine Chance hat, kann er ja nicht zack, peng, umfallen, sondern muss er noch eine Chance haben, das zu sagen. Ob da nun das über Stunden und halbwegs Tage gehen muss, ja.
Das ist auch wieder so eine Frage. Es ist halt völlig nicht etabliert, woher er diese Information mit Dandelo hat. Das hat mich auch wieder genervt. Kein Traum oder so? Es wird nicht gesagt. Ich kann mir das vorstellen, aber es wird nicht gesagt. Ich habe es einfach hingenommen, weil es gibt immer so viel, was ich da nicht verstehe oder so. Deswegen. Naja, aber ich meine, so ein Blödsinn, wie wo Jake die Schlüsselkarte für das Hotel kriegt und so. Da-da-dumm-da-da-tschack, der Schlüssel ist schon da und Blödsinn. Da müssen wir jeden Rotz etablieren, dass King diesen Schlüssel also da reingeschrieben hat, mit Absicht. Das müssen wir unbedingt etabliert haben, aber warum diese Information plötzlich vom Himmel fällt, das wird wieder nicht erklärt. Und das nervt mich in der Inkonsistenz. Ja. Was tatsächlich aber für mich echt hart war, war die Trauer von Susanna. Die hat für mich richtig, richtig böse funktioniert. Witzig, weil bei mir war es die Trauer von Jake, wo Jake zum ersten Mal für mich wirklich funktioniert hat. Susanna hingegen, das hat für mich bei mir nicht so gezündet. Lustigerweise haben beide für mich funktioniert. Ich fand auch, dass ab diesem Moment, dass die beiden wieder mehr sie selbst waren. Also vorher waren sie für mich weniger Charaktere, sondern mehr Handlungselemente. Und hier sind sie wieder mehr zu Charakteren geworden. Ja, weil sie keine Revolvermänner mehr sind, sondern Menschen. Genau. Ja, was ich so interessant fand, direkt als er von der Kugel getroffen wurde, ist Susanna ja so, also so schockartig und ja, würde wohl schreiend umherlaufen und dann kommen ja die Ted und Dinky und beruhigen sie mit ihrem guten Geist. Und sie will das aber nicht. Sie sagt dann, ihr dürft euren guten Geist nicht einsetzen, um mir meinen Schmerz zu stehlen. Ich will ihn nämlich mit weit geöffnetem Mund bis zur Neige trinken, bis zum letzten Tropfen. Und dann scheinen die ja auch das zu respektieren. Aber dann danach wird sie eigentlich immer nur ganz ruhig geschildert, wie sie halt ihn pflegt und ja, wie jemand Kranken pflegt und mit dem Tuch abtupft und so. Also da ist von sozusagen einem großen Ausleben, herausschreiende Trauer ist eigentlich danach gar nichts mehr zu merken, obwohl man ja den Eindruck hat, sie würde es gerne tun und möchte nicht ruhig gestellt werden mit diesem guten Geist. Naja, aber in so Situationen funktionierst du doch eh mehr, als dass du wirklich, wirklich was fühlst. Ich kann da jetzt in eigener Perspektive nicht allzu viel dazu sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dadurch, wie wir Susanna schon etabliert haben mit mehreren Persönlichkeiten und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass diese Verdrängungsmechanismen und diese ich funktioniere jetzt einfach Mechanismen bei ihr noch 100-mal mehr durchschlagen können als bei jedem anderen. Und wie sehr die bei jedem anderen funktionieren, also bei mir war jetzt der einzige Fall, wo ich drüber reden könnte, mein Opa, wo mein Opa gestorben ist. Ich war halt bei der Beerdigung an sich überhaupt nicht zu gebrauchen. Und danach war das weg. Also so komplett weg. Da habe ich überhaupt keinen Zugriff zu meinen Gefühlen in irgendeiner Form gehabt. Aber wie gesagt, ich nehme an, das ist bei jedem anders. Aber gerade bei Susanna kann ich mir das vorstellen, durch diese unterschiedlichen Charaktere, dass sie die Trauer zum Problem von jemand anderem machen kann. Ja, sie gibt sich dann eben schnell der Aufgabe hin, weil er ja dann eben nicht sofort tot ist, gibt sie sich dann voll der Aufgabe hin, sich um ihn zu kümmern. A, solange er noch lebt und B, als er dann wirklich verstorben ist, kommt ja dann auch, dass beschrieben wird, wie sie ihn wäscht und anzieht, genau, und so weiter und so fort. Also sie ist da auch eben, ja, durch Beschäftigung, durch Ablenkung. Es wird dann später beschrieben, dass sie halt im Zug sitzt und da sich die Seele aus dem Leib heult, da wo sie sozusagen keine Aufgabe mehr hat. Genau. Gut. Flo, was hältst du davon, wenn wir hier einen Schnitt machen? Ich würde sagen, das ist ein guter Platz dafür. Gut, dann bedanke ich mich ganz sehr beim Hendrian. Es war schön, dass du dabei warst. Sehr gerne, jederzeit wieder. Außerdem bedanke ich mich beim Jonas. Es war mir wie immer eine Ehre. Das war es mir auch. Beim Flo, es war wie immer schön mit dir. Das möchte ich zurückgeben. Und beim Tobi, es war sehr schön, dass du mal wieder bei uns warst. Und ich bedanke mich für eure Gastfreundschaft. Und wir insgesamt bedanken uns bei euch fürs Zuhören.
Und den nächsten Teil dieser Folge hört ihr dann demnächst auf diesem Kanal. Bis dahin, es war mir wie immer ein Vergnügen. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.